Tänzchen, bevor wir anfangen. Schön, wir hatten auf jeden Fall schon mit dem Aufbau Spaß. Ja. Lass mich mal nicht zwingen am Spiel, also nicht, dass der Spielaufbau schlimm wäre, aber... Aber boah, ist hier. Nein, man muss doch überlegen, wir sind jetzt 5,5 Stunden heute auf Stream plus gestern 12,5. Das heißt, wir sind jetzt 18 noch dazu, gestern 30. Also über 30 Stunden sind wir jetzt schon. Wir sind sehr erfahrene Streamer. Ja. Über 30? Ja, 12,5 haben wir am Freitag geschafft, jetzt 5,5. Dann sind wir bei 18 und gestern haben wir mindestens 12 auch gehabt. Sind über 30. Ja, wenn Jan das sagt. Ja. Wir nicht, ja. Ja, uns fehlt eine Stunde. So, wir danken allen den Followern, die in der Pause uns gefolgt haben und jetzt vielleicht noch am Screen sind. Wir spielen jetzt. Ich schon gar nicht, weil ich. Ein heiteres Spiel. Nein, für die ganze ägyptische Familie. Ab wie viele Jahren, Arne? Wie alt ist es, in der Familie mitzuspielen? Das weiß ich nicht. Das habe ich hier nicht drauf stehen. 12. Ab 12 Jahren. Nein, ich hab das auf meiner Liste tatsächlich nicht drauf stehen, weil jetzt sind wir mal ehrlich. Ab 12 Jahren. In der Regel sind diese Angaben mehr so... Das sind Pflichtangaben. Ja, die müssen da vielleicht draufstehen, aber die sind... Nee. Da kommt die Regelpolizei. Ausweiskontrolle. Was möchtest du uns doch sagen, das Spiel? Was möchten wir gerade? Keine Ahnung, was weiß ich. Wir möchten jetzt Tekkenu spielen, der Sonnenobelisk von Daniele Tacchini und David Tucci. Beziehungsweise die Grafik. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen anstrengend für mich. Für die Grafik zeichnen eine ganze Menge Leute mit, ja, das sollte polnisch sein, mit polnischen Namen verantwortlich. Jakub Pajtanowski, Michaj Dugaj, das müsste ein Bu sein, Zbigniew Umgelter und Alexander Swada. Ich bin so froh, dass wir das an Arne gegeben haben. Das macht Arne fantastisch. Ja, nicht? Also, wir müssen demnächst noch ein Quartalbrief mit aufnehmen. Ja. Da kannst du die alle einsprechen. Die darf ich gerne alle einsprechen. Genau. Ist in Deutschland bei Giant Rock erschienen, gehört also zu B-Rex Entertainment. Und im Original bei... Beziehungsweise B-Rex, Happy Shops, Spieloffensive. Da wissen die Leute mehr mit als mit B-Rex. Ja, man kann es ja trotzdem mal dazu sagen. Vielleicht irgendwann ist es bekannt. Und im Original bei Board & Dice erschienen. 1-4 Spieler bringt also wieder einen Solo-Modus mit. Der haben wir schon mal raus. Ist, ja, hier wird kein Solo gespielt. All das Spielmaterial für Solo, da kriegt alle Solo-Manologe zugeschickt. Ja, ob er nicht, und nicht, er kriegt jeden Monat kriegt er irgendein Paket zugeschickt mit Solo-Material von Spielen, die er nicht hat. Sehr schön. Spieldauer ist angegeben mit 60 bis 120 Minuten. Wir gehen davon aus, dass wir das weit überschreiten werden. Deswegen haben wir uns 2,5 Stunden Zeit genommen. Ja. Und es ist schon aufgebaut. Es ist schon aufgebaut. Und es ist auch schon im Handel erhältlich. Man kann es jetzt schon bestellen und kriegt es in 1-2 Tagen geliefert. Da ist es aber nicht aufgebaut, wenn man es dann geliefert bekommt. Das mag sein. Das kann ich nicht überprüfen. Und man muss auch viel auspöppeln. Also auch die Tableaus sind so Auspöppeldinger, dass die hasse ich, diese kleinen Auspöppeldinger, ja, weil man die nicht... Das ist sehr schwierig. Und man muss auch sagen, das sind echt dicke Tableaus. Ja. Also das ist schon mal so als allererster Eindruck ist das schon mal schön. Dicke Tableaus. Meine Lieblingstableaus, ich habe ja schon viel Zeug jetzt hier für den Spiel-Digital-Stream zusammengebaut, erst noch kommen. Das ist das Spiel, was dahinter steht. Praga kaputt, Regni. Die sind richtig toll. Meinst du die Treppe, die unnötige, die du hättest nicht zusammenbauen die müssen? Spielertableaus. Ja? Spielertableaus. Wir werden es morgen sehen. Prager kaputt, Regni, morgen Sonntag. Sollte das halt wieder im Stream heute Abend oder morgen. Ich habe die Regel nicht gelesen. Ach so. Du hast gesagt, du kannst die. Also, nein, habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch, gut. Im Grunde genommen ist das ein relativ simples Spiel, auch wenn es erstmal kompliziert aussieht. Wir sind jetzt wir haben das Spiel aufgebaut. Was jetzt noch fehlt, ist die Startspielerverteilung und Startressourcenverteilung. Das machen wir aber gleich noch, weil... Würfeln wir das aus? Das bringt nichts, das natürlich jetzt zu sagen, such dir was aus, wenn meine drei Mitspieler nicht wissen, wie das Spiel denn überhaupt funktioniert. Wir weigern uns was aus. Deswegen gibt es, wie üblich in jedem Brettspiel-Video, natürlich die erste halbe Stunde mit dem langweiligen Regelerklärteil. Dann kommt der große Block mit dem Spiel. Der Thinkerlane, genau. Und am Ende dann, so kurz vor 19 Uhr, 2 Minuten Fazit.
Oder auch nach 19 Uhr. Je nachdem, wie lange die Sinkerlane so ist. Genau. Also, im Grunde genommen steht alles auf diesem Übersichtsblatt erstmal drauf. Aha. Das heißt, wenn ihr an der Reihe seid, nehmt ihr einen Würfel. Von da. Rein oder verdorben. Das heißt, diese Würfel, die ihr hier seht, die sind, ob sie verdorben sind oder rein, hängt immer davon ab, wie der Obelisk steht. Oder beziehungsweise der steht ja mal gleich, wie die Sonne um den Obelisken wandert. Vermutlich und drehen wir den Obelisken ganz genau. Der wird mitgedreht. Flupp. Und schon würde sich die Wertigkeit ändern. Also dann würde zum Beispiel dieser weiße Würfel, der am Tage rein ist, wird dann verdorben. Also, wir suchen uns einen Würfel aus, rein oder verdorben, packen den auf unser Tableau hier, da ist nämlich links einmal die reine Seite und rechts die verdorbene Seite. Am besten ist es, im Gleichgewicht zu bleiben. Werde ich zu verdorben, gibt es Minuspunkte. Ja. Gehe ich ins Reine, gibt es zwar keine Minuspunkte, aber alles ist okay. Aufgrund dieses Gleichgewichtes, was wir versuchen zu ermitteln, wenn wir es nämlich schaffen, bei 0 zu bleiben, dann wären wir Startspieler. Also hier ist es nicht, wer am weitesten irgendwo hinkommt, sondern wer so neutral wie möglich bleibt. Also wird am wenigsten extrem ist. Ganz genau, der wird Startspieler. Deswegen, also wir nehmen uns einen Würfel. Dann ist uns nichts gut. Nee, immer in das eine, in das andere. Kann man so festhalten. So, wenn wir den Würfel nehmen, von einem Ort, der da ist, führen wir die Gottesaktion aus. Die Gottesaktionen sind immer genau das, was hier dann so ist. Ah, flup, verschiedene Götter. Flup, flup, flup. Und diese Götter gehören einfach zu verschiedenen Vierteln. Einmal hier oben, einmal hier, einmal hier, einmal hier drüben. Das ist jetzt noch verdeckt durch die Startkarten. Wo sehe ich das? Ach so, das, wo das hin... Genau, da, wo dieses Viertel so hinführt. Da, deswegen sind hier so, zum Beispiel, wenn du hier schaust, eine Mauer gebaut und hier, das heißt, das ist diese. Ja, Abgründe. Die ist genauso. Gut. Okay. Verstanden. Und durch diese Aktionen, im Grunde genommen, gehen wir jetzt einfach einmal durch. Soll ich die nochmal wegnehmen, wenn wir jetzt sowieso noch nicht... Genau, wir haben sie jetzt erstmal nur aussortiert, weil das sind die, die wir brauchen. Gut, dann lege ich die nochmal weg. Dann sehen wir vielleicht auch was. Ja. Details. Oh, da kommt ja eine. Und hier sieht man auch, hier ist auch eine Mauer gezogen, womit man das dann entsprechend macht. Also das gehört hier zu. Das sieht aus wie ein Tempel. Da beten Leute. Genau. Die Gottesaktionen selber sind auch nochmal hier auf der Übersichtskarte angegeben. Wir fangen an mit der einfachsten Aktion, finde ich. Nämlich Horus. Ja. Wo steht, errichte eine Statue zu Ehren eines Gottes oder für das Volk. Die Statuen, das sind die, die hier unten sind auf eurem Tableau, in dieser Reihe. Und unter diesen Statuen steht, wie viel schwarze Ressourcen ihr dafür bezahlen müsst. Im Moment haben wir genau zwei Statuenressourcen, ein Schreiber und ein Gold. Also nichts Statuen bauen. Ist nicht so. Im Moment ist es relativ schwierig, Statuen bauen. Erst so nachher hier so in der dritten, vierten Statue, da werden sie günstiger, weil dann haben sich genug Statuenbauer zusammengeschlossen und können das am Fließband machen. Weil sie dann zu sehr beschäftigt sind. Das sagt im Grunde genommen dieses hier. Also, Statue bauen kostet so. Nee, der Würfel ist im Weg. Der Würfel ist im Weg. Das kriegst du nie wieder rein. Ist vorbei. So, der Obelisk steht wieder. So viel bezahlen, um eine Statue zu bauen. Die Statue nehme ich von hier weg und habe drei Möglichkeiten, sie zu platzieren. Möglichkeit Nummer 1, ich platziere sie hier, auf einen dieser beiden Felder. Wenn ich sie dort platziere, dort kann immer nur eine Statue stehen, kriege ich als Bonus dieses Gold. Ne? Plup, eine Statue steht da und ich kriege dieses Gold, weil ich der Erste bin, der eine gebaut hat. Bringt mir hier erstmal noch nichts, ist aber für die Zwischenwertung durchaus interessant, was dort eine Statue das zu haben. Denn? Also was ist das denn ist die für ein Werkstatt. Eine Werkstatt, gut, das ist ja vielleicht wichtig. Die Werkstätte. Also die hier kann ich eine platzieren. Es wäre super, wenn das da draufstehen würde. Man sieht es doch über das Symbol. Da, und dann sehe ich, es ist das Werkstatt. Dann habe ich hier eine Werkstatt oder einen Steinbruch. Dann habe ich hier drüben die Möglichkeit, genau zwei Statuen zu errichten, nämlich eine hier und eine da. Auch da kriegt und man das Gold. Ist eine Tempelanlage. Das ist eine Tempelanlage. Mhm. Die dritte Möglichkeit, die ich habe, ist eine Statue hier zu platzieren, in diesem Bereich. Das hat den charmanten Vorteil, wenn ich sie da platziere,
dass ich die Bonusaktion kriege. Also wenn ein anderer diesen Würfel nimmt, krieg ich eine Bonusaktion. Und diese Bonusaktion steht hier. Das heißt, baue ich zum Beispiel hier bei, was ist das, Hathor, eine meiner Säulen hin, und jemand benutzt Hathor, Patsching, Patsching, kriege ich ein Gold. Da sind sie alle da. Aus der Bank. Dadurch, dass es ein Dice Placement, Dice Selection irgendwas Spiel ist, ist es natürlich wichtig, welchen Würfel ich nehme. Für diese beiden Aktionen, für diese Statuen ist es uninteressant. Allerdings hierfür ist es nicht uninteressant. Denn möchte ich hier hinbauen, muss ich einen Würfel mit der Wertigkeit 4 nehmen. Um die... Genau. Also im Moment könnte ich das hier machen. Hier gibt es einen Schwarzen, den ich wählen kann aus dieser Reihe, weil er ja im Reinen ist und damit wählbar ist. Also diese beiden sind immer wählbar. Das ist ja auch eine 4. Ja, aber es ist die falsche Gottesaktion. Ja. Weil hier ist die Gottesaktion, die ja dazu führt. Wenn ich diese 4 also nehmen würde, könnte ich eine Statue bauen. Hier, 4, zack, pack dort den hin und pack dann hier meine Statue. Warum kann ich die 4 nicht von dem nehmen? Weil das zu dieser Gottesaktion gehört. Das wäre, errichte ein Gebäude um die Tempelanlage. Genau, das ist das, was man jetzt sich hier im Kopf behalten muss. Die Würfel, die hier sind, gehören immer zu diesem Abschnitt, wo dann die Aktion abläuft. Das ist ein wichtiges Gedanke. Da müsst ihr euer Mindset jetzt drauf einstellen. Großer Vorteil gegenüber Leuten, die Trismegistus zum Beispiel gespielt haben, was ja auch vom gleichen Autor ist. Gegenüber denen? Also wir haben keinen Vorteil? Wir haben keinen Vorteil. Wir haben uns da schon durchgequält. Das ist wesentlich einfacher. Echt? Als Trismegistus, ja. Okay. Weil ich nicht noch die Symbole, Farbe und so weiter und so fort im Kopf haben muss. Das ist hier drüben im Grunde genommen die... Warte mal, Arno. Du willst noch einen Prost einlösen? Ja, ja, ja. Da ist das Quatsch. So, schon nichts gewesen. Da, klein Gimini. Prost. Prost. Hier steht noch die Wertung. Also setze ich hier das unten ein in diesem Bereich. Zack. Gibt es keine Punkte. Setze ich den in diesem Bereich ein. Gibt es 3 Punkte mal Säulen. Die Säulen werden wir nach hier platzieren, die ich da einsetze. Also je später ich da was einsetze, desto mehr Punkte kriege ich da vielleicht. Also nicht, wenn später Säulen platziert werden. Nein, also Säulen, das gibt auch immer so ein mit, aber das ja, ist, aber hier seht ihr, 3 Punkte mal dem gibt Siegpunkte. Gucken wir mal. Siegpunkte sieht man hier schon über 100. Ich glaube, da ist viel drin. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Die nächste Aktion, das ist hier drüben, das haben wir noch nicht vorbereitet, weil das machen wir jetzt einfach schnell. Ich nehme einen Würfel aus dem Rehbereich und errichte eine Säule in der Tempelanlage. So, zack. Kann ich auch Contra sagen? Nein. Nein. Das verwirrt uns sonst. So. Und das letzte Plättchen. Ja? So. Die haben Farben. Die Anfang. Kann ich passend anlegen. Also, der Bau im Tempel, der Säulenbau im Tempel ist ein mehrstufiger Prozess. Ja. Ja. Der folgendermaßen abläuft. Ich wähle einen Würfel aus. Ja. Aus diesem Bereich. Aus diesem Bereich hier. Einen gültigen Würfel. Das heißt, hier sind wir wieder im glücklichen Bereich, dass da... Welche liegen? Tatsächlich, welche gültig sind. Melli hat es gewürfelt vorhin. Dass das toll ist, das egal wen man hinstellt, bei 4, einer kommt immer in die Röhre. Immer gegen diesen Obelisken. Ich muss halt ab und zu mal so. Genau. So, ich wähle mir also einen Würfel aus. Dieser Würfel, die Wertigkeit des Würfels, gibt wieder an, welches Plättchen ich wählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich. Ich kriege diese Siegpunkte sofort. Das heißt, wenn ich hier einen 6er Würfel nehme, schwubbibub, 3 Punkte. Oben in dieser Säulenansicht sind die Kosten angegeben. Also 3 weißer Stein, ich glaube, es ist Sandstein, 2 Sandstein das und hier 3 Sandstein. Hier gibt es 4, Teil... Oder? Es sind 4, genau. Ziemlich eindeutig 4. Auf einigen, wie diesen hier, sind Symbole drauf. Das gibt eine Bonusaktion. Das ist dieser Prozess hier. Auf dem ist nichts drauf, das platziere ich einfach nur eine Säule. Möchte ich also zum Beispiel dieses bauen, dann nehme ich diesen Würfel. Wenn es eine 5 wäre? Wenn es eine 5 oder den 6er hier. Den darfst du nicht nehmen, weil er nicht rein doch ist. Doch, den darf ich. Der ist rein da oben. Rein oder unrein? Ich darf nur hier oben in dieser Okay, okay, okay. So, also ich nehme den,
nehme den, bezahle die Kosten, die hier sind und puzzle den dann hier so ein. Zum Beispiel so, wäre total knorke. Ne? Dann packe ich eine Säule drauf und habe was gebaut in diesem Tempel. So weit, so gut. Hier, hier gibt es keinen Bonus auf diesem Dings, weil da nichts drauf ist. So, und damit man, das steht hier eigentlich alles da, aber ich lese es, damit es nicht wieder heißt, ich hätte euch das falsch erklärt. Mhm. Ne? Ja, ja, das werden wir sowieso sagen. Wir werden es ohnehin wieder echt. Gebe ich euch ein Beispiel für die Wertung. Also, ihr kriegt, wenn ihr dort eine Säule baut, Gottesaktion, genau, ihr kriegt einen Siegpunkt für jedes Gebäude in der gleichen Reihe oder Spalte, abhängig davon, unabhängig davon, wem es gehört. Das heißt, wenn hier Gebäude oder Statuen stehen, kriege ich schon mal einen Siegpunkt. Also wenn hier zwei stehen, also hier ein Gebäude, dort ein Gebäude und dort, dort hätte ich theoretisch, wenn ich hier eine Säule hinbaue, schon mal 4 Siegpunkte. Einfach so. Man erhält einen Siegpunkt für jede Kante des Säulenplättchens, die mit der Farbe eines benachbarten Säulenplättchens übereinstimmt. Also da schon zwei. Das sind schon zwei, das aber schon 6 Punkte. Das ist das da, ne? Ganz genau. Ja. Erhalte die Belohnung, die auf dem Feld angezeigt wird. Keine. Achso, darunter. Mhm. Nochmal 2 plus 1. Genau, hier ist einfach, weil es ein Eckfeld ist, kriege ich hier nochmal einen Punkt extra, sozusagen, weil es an der Kante ist. Erhalte 1, 2 oder 3 Siegpunkte, die ich hier oben rauskriege. Drei. Mhm. Drei. Falls die Schattierung sonnig, schattig, dunkel, haben wir jetzt halt keins rausgezogen. Mit dem Würfel übereinstimmt, falls die Schattierung mit dem Abschnitt von der Drehscheibe übereinstimmt. Wir sind hier im Moment ja im Schattenbereich. Hätte nicht gestimmt. Hätte nicht gestimmt. Dann würde ich diesen Bonus hier oben drauf noch bekommen. Beziehungsweise das müsste. Da gibt es keinen Bonus. Muss man nochmal gucken. Das könnte sein von der Farbgebung her, dass das schattig ist. Weil das ist richtig weiß. Ja, aber nein. Oha. Da gucken wir aber dann einfach nochmal im Genauen nach. Das wäre sehr kritisch, wenn du keinen Vergleich hast, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier im dunklen Bereich, also wir drehen den einfach mal so kurz und ich würde die halt nehmen, dann würde ich diesen bekommen. Das bedeutet, ich kriege eine Einzel in dem Aktionsbereich, der da ist. Ja. So. Und da drehen wir wieder zurück. Also nur dann, wenn das übereinstimmt. Wann dreht er sich überhaupt? Nimm mal den Beutel, bitte. Da sind wir noch nicht. Ich gucke mal. Du guckst mal, ob du da recht hast. Okay. Beutel nicht enthalten. Genau, Beutel nicht enthalten. Da hättet ihr... Wichtig. Mythic Battle. Man, ja, das ist... Das, das ist ja, aber das ist so ein bisschen strukturiert und das Weiße. Das ist weiß, so richtig. Da sind. Okay, dann hätte es also gestimmt. Ich nehme den grauen Würfel, um den zu nehmen. Packe den darauf. Wäre ein Bonus hier abgebildet gewesen, hätte ich den Bonus auch nochmal da drauf bekommen. So weit, so gut, so einfach. Weiter geht's. Gut. Wir sind bei der nächsten Aktion. Hier drüben. Das Hathor, ist immer noch. Der Hathor? Nein, wir waren eben bei Reh. Ja, aber jetzt Hathor. Jetzt sind wir wieder bei Hathor. Jetzt sind wir wieder bei Hathor, richtig. Errichte ein Gebäude um die Tempelanlage. Kosten Brot gleich Tempel, gleich Gebäude errichten. Nee. Kosten Brot? Ja. Wir dürfen, weil wir ein Vierspieler-Spiel sind, alle Felder benutzen und müssen das bezahlen. Also um hier zu bauen, bräuchte ich 2 Brot. In dem mittleren, wo es halt ein bisschen geilere Sachen auch irgendwie gibt, vielleicht 4 Brot. Nehme dann diese Gebäude hier runter, stelle das auch mein hier hin und habe das gebaut. Hierdurch wird dann entsprechend freigeschaltet, dass ich in einer Ernährungsphase, die zweimal im Spiel ist, ein Brot bezahlen muss. Alles, was ich schon freigelegt habe. Genau, je mehr. Brot kriege ich hier rüber und da hinten irgendwo. Und hier genau, über die Werkstatt. Genau, da sind die Bäcker. So, auch hier möchte ich euch nochmal die Punkteerklärung hier oben, die aber nicht sofort stattfindet, sondern erst in der in Wertung. Wenn eine Sanduhr kommt. Ja. Nein, passiert genau gleich. Da ist sie. Das ist die falsche, die habt ihr noch nicht gesehen. Die hier. Gut, okay, haben wir nie gesehen. Ihr erhaltet 3 Siegpunkte, falls sich auf dem Feld eine deiner Säulen befindet. Ja. Auf dem Feld? Wie soll das gehen? In der Zeile oder Spalte. In der Zeile oder Spalte. Also wenn ich hier eine Säule gebaut habe und ich baue dort ein Gebäude, ja, kriege ich 3 Punkte.
das da. Ja. Hier muss man durchaus ein bisschen Kritik anüben, dass das die Beschreibung hiervon nicht mit der Beschreibung hier übereinstimmt. Gut. Zweitens, erhalte genau eine abgebildete Ressource oder Glauben, falls das Feld leer ist. Müssen wir nochmal gucken. Das habe ich nämlich auch nicht ganz jetzt verstanden. Falls auf dem Feld ein Kalkstein abgebildet ist, erhältst du einen Kalkstein. Falls du auf dem Feld zwei Granit abgebildet sind, erhältst du ein Granit. Das ist weder noch, ist das. Richtig, das ist weder noch. Also hier, genau. Falls das leer ist, kriege ich das. Also ich kriege alles das, was hier ist. Also hierfür kriege ich die Siegpunkte. Das ist das Feld. Ja. Das meint die damit. Und ich würde dann das als Dings bekommen. Genau, eine abgebildete Ressource. Also eine davon. Ich suche eine aus. Eine abgebildete heißt 1, 1, 1, 1. Mhm. Nee, aber das glaube ich nicht, weil es ist nur schwarz, braun, gelb und weiß. Was? Das da. Das ist hier das. Einmal das, genau. Ja, aber es sind nur vier verschiedene. Und genau, der Glaube, Entschuldigung, der Glaube ist es nicht. Glaube ist keine Ressource. Glaube, nein, doch, es steht ein abgebildete Ressource oder Glaube. Oder steht nochmal hier drin. Glaube extra steht halt da hier nicht drauf. Genau. Dann drittens, das ist das hier. Bewege deinen Bevölkerungsmarker um so viele Felder weiter, wie der Würfelwert. Nehme ich also hier eine 6, steigt meine Bevölkerung unheimlich an. Wenn meine Bevölkerung entsprechend dort hinten ankommt, auf die 16 gehen mal, kriege ich das, was da abgebildet ist. Gold. Eine Linksaktion müsste das sein. Kriegt im Zweifel ein Schreiber und einen Würfel. Kriegt im Zweifel jeder, nicht nur der Erste. Genau. Aber im Grunde genommen, wenn ich wieder zurückfalle irgendwie und vorgehe, dann... Nicht doppelt. Gibt es nur einmalig. Das ist das, was hier abgebildet ist. So, hier gibt es die Statuen, haben wir schon gesagt. Ja. Dann kommt die wieder zurück. Die nächste Aktion, die es gibt, das ist diese hier. Mit Bastet. Erhöht unsere Zufriedenheit. Und zwar kann ich zwei Papyrus abgeben, um den Zufriedenheitsmarker um so viele Felder, das ist dieser hier, zu bewegen, wie ich hier die Würfelaugen habe. Mhm. Weil ich da irgendwelche tolle Balladen schreibe oder sonstiges und das finden die dann total knorke, dann so, oh, hey, der hat das voll drauf und so weiter und so fort. Wenn ich das mit einer 1-2 mache, kriege ich nochmal zwei Schreiber von dort. Mit einer 1 kriege ich einen Schreiber, mit einer 5 oder 6 kriege ich halt nichts. Du meintest 3 und 4 kriegst du auch. Genau, 3, 4 kriege ich ein. 5, 6 kriege ich halt keinen. Weil klar, bei 5, 6 gehe ich mit meiner Bevölkerung so weit vor, dann ist es halt durchaus. Und keinen anderen Bonus. Richtig. Zufriedenheit, nicht Bevölkerung. So, hier unten diese Aktion, das ist der gute Tod. Nimm 1 bis 3 Karten aus der Auslage. Relativ simpel. Also hier, ich kann einmal Papyrus abgeben, um die komplett wegzulegen und neu zu machen. Die komplett heißt alles. Genau, die komplett. Das kann sein, dass es lädt, das kann sein, dass es pro Abschnitt ist. Pro Abschnitt, so wie das da abgedruckt ist. Das könnte dann durchaus sein. Tod mit einem Würfelwert. Wir interpretieren jetzt hier das da und dann würde ich sagen, pro Abschnitt. Genau. Falls du die Geile mit einem Würfelwert von 6, bevor du entscheidest, eines Abschnitts. Ja. Haben wir schon also ich könnte diese drei wegkaufen, wenn du sagst, die passen nichts. Vier. Genau. Und diese Karten selber geschaltet werden, dann auch vielleicht die oder die. Genau. Diese Teile sind folgendermaßen, das heißt, diese Sachen hier, also die mit der Hand, Instants, also Soforteffekte, die ich irgendwann ausführen kann, dieses hier Technologien, die mir einfach einen dauerhaften Effekt geben, ich dann habe. Immer wenn das passiert, dann kriege ich das. Wir haben zum Beispiel eins, wenn du das mal kurz vorliest. Welches davon? Dieses hier. Immer wenn du eine Gottesaktion Toth ausführst, erhalte ein Papyrus. Genau, das wäre also immer wenn ich Toth selber ausführe, kriege ich ein Papyrus. Man muss natürlich bedenken, den Papyrus brauche ich vorher. Besuchen. Genau. So, das ist bei Toth. Dann sind wir hier drüben bei den Werkstätten. Osiris. So, da baue ich Werkstätten, errichte ein Werkstatt oder Steinbruch.
Und zwar suche ich mir wieder einen Würfel aus, den ich errichten möchte. Hier ist jetzt die Farbe entscheidend. Gelber Würfel, brauner Würfel, weißer Würfel, schwarzer Würfel. Das sagt mir also erstmal an, in welcher Spalte ich das Ganze baue. Ja. Ja. Die Würfelsauge zahlt welche Zeile? Ganz genau. Also nehme ich hier zum Beispiel die 6 braun, gucke ich hier 6 braun, könnte ich also Brot machen. Brot bedeutet dann in dem Falle, ich kriege, also ich baue dann, hier packe ich... Auch so ein Häuschen? Auch so ein Häuschen. Irgendwas muss da ja hin. Irgendwas muss man da hin machen. Was legt den Würfel. Nee, den Würfel liegt man nicht hin. Oh, ich schicke mal auch den Würfel hin. Vielleicht legt man auch den Würfel hin. Der Würfel bestimmt. Sollen wir den in die Badewanne einlassen? Jan schwimmt. Jan schwimmt und kannst keine sichtbare Route. Man richtet ein Gebäude. Tatsächlich, genau. Man nimmt eins seiner Gebäude und packt die halt hier hin. Man errichtet also eine Werkstatt. Das heißt, ich nehme hier Glaube oder Handwerk im Grunde genommen. So, also wir hatten gesagt, 6-2 ist hier hin. Ich kriege als Soforteffekt 2 Brote. Also im Tempelbezirk oder im Arbeiterbezirk? Genau, ich kann hier das, meine Produktion von Brot das ist um die hier. 2 nach oben drehen. Ja. So. Und dann nehme ich entsprechend viel, wenn ich Brot nehme, nehme ich entsprechend so viel Brot? Nein, dann ist es hier eine beliebige Ressource, kann ich nochmal um noch mal 1 nach oben drehen. Mhm. So, das heißt, es würde hier stehen. Mhm. Am Ende einer Wertung, hier, jetzt ist nämlich ein ganz entscheidender Fakt, gibt es ja eine Mehrheitenwertung. Wer hat hier die meisten Gebäude? Bei einem Gleichstand gewinnt, immer an einer Wertungsphase, also hier und hier. Bei einem Gleichstand entscheidet, wer hat das Höchstplatzierte. Und wir haben uns ja, wir wussten ja, hier kann man ja noch eine Säule hinbauen, die wäre immer das Höchste. Das heißt. Das gilt aber nur für Brot und Schwarz. Das gilt hier für Brot. Das gilt, für beide. Diese, eine Säule für diese Seite und eine Säule für diese. Das heißt, die Säule hier bringt mir zwar nichts während des Spiels, den Tiebreaker durchaus. Und ich meine. Das sind, wenn man hier hinguckt, 6 Siegpunkte. Ist das selber auch schon ein Gebäude? Die Statue? Nein. Die baue ich ja hier drüber und nicht hier drüber. Und sie zählt auch nicht als, als Gebäude für diese Wertung. Wenn die der Tiebreaker ist, wollte ich ja nur wissen, ob sie dann als eigene... Gucke ich gleich nach. Muss ich nochmal kurz nachgucken. So, also hiermit drehe ich das Ganze. Das wäre auch die letzte Gottesaktion, die ich hier auswähle. Mhm. Jetzt haben wir... noch keine Möglichkeit gehabt, an Ressourcen zu kommen. Ja, das frage ich mich langsam. Das fragst du dich langsam. Wie komme ich an Ressourcen? Du nimmst einen Würfel. Ja. Und stellst 6 Brot her. Einfach so. Einfach so, das ist deine Aktion. Du setzt und den nirgendwo an. Diese Produktion? Und, ja, jetzt kommt es. Jetzt nehme ich diesen Würfel mit 6. Ich stelle 6 Brot her. Ich ahne es. Ich kann aber nur 2 Brot lagern. Ja, blöd. 4 Brot, weil ich zu gierig war. Verfallen nicht, gehen auf meine Verdorbenheitsmarke Wagenschale hier. Mhm. Das heißt, wenn ich es verschaffe, mit Würfeln vielleicht ausgeglichen hinzukommen, weiß ich, hier 6 und hier 6, produziere ich 4 Brot drüber, war ich zu gierig. Das heißt, ich lasse die Würfel runter. Gelbe Würfel sind Papyrus, braune Würfel sind Brot, weiße Würfel ist das und schwarze Würfel sind das. Ganz genau. Herzlich willkommen da, wo wir vor 5 Minuten waren. Ja, so ein Stream hat schon eine gewisse Verzögerung manchmal. In weiteren 5 Minuten werde ich es verstanden haben. Gleich hast du die halbe Stunde Erklärzeit gerissen. Das ist gut. Wir sind auch... Das ist im Grunde genommen das ganze Spiel. Haben wir verpasst, wann sich der Obelisk dreht? Nein, das habe ich noch nicht gesagt. In welche Richtung dreht sich der Obelisk? Er dreht sich immer im Uhrzeigersinn. Jeder gute Obelisk. Und zwar... Das heißt, wir machen einmal hier eine Zwischenwertung, einmal da eine Zwischenwertung nicht ganz, und dann nicht da ganz. Eine Endwertung? Nicht ganz. Das hätte ich jetzt und zwar jeder oder? Rundenablauf. Wir haben 2 Runden. Eine Runde... Eine Runde ist halt einen Würfel nehmen. Okay? Er belächelt mich immer. Ja? Eine Runde... Auch für dich, Melly, in 5 Minuten dann. Eine Runde ist einen Würfel. Dann dreht er sich. Nach 2 Runden
dreht er sich einmal um eine Rotation. Nach zwei Runden, nachdem er zwei Würfel genommen hatte. Das genau. Wie nachgehalten? Indem er die Würfel vor sich hinlegt. Genau. Du legst die Würfel ja hier ab. Ich leg die da hin. So, wenn der letzte Spieler in einer Runde, man kann es auch danach sehen, zwei Würfel auf sein Tableau platziert hat. Die werden da drauf platziert? Ja. Hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Drehen wir den Obelisk um eins. Das war ungefähr vor einer halben Stunde. So, das bedeutet auch, wenn ich den Obelisk um eins drehe, ja, dass sich der Schattenwurf ändert und damit natürlich auch die Würfel. Die Würfel werden dann alle verschoben. Einmal. Genau. Okay. Plötzlich ganz anders interessant oder uninteressant. Ganz werden. Genau. Was man sich ja vorher schon ausrechnen kann. Ganz genau. Also wird der Mann. Stunden brauchen. Wenn ich jetzt den nehme und nachher Startspieler will, sich das dreht, liegt der dann da, dann kann ich mit dem vielleicht das machen. Es wird jetzt noch komplizierter. Oh Gott. Oh Gott. So, also, wir halten fest. Ja. Ja. Eine Rotation, ja, zwei Würfel genommen. Ja. Nächste Rotation. Die gute Nachricht dabei ist, aber nicht alle Felder ändern sich. Vier Würfel. Ich habe vier Würfel genommen. Ja. Dann kommt eine sogenannte Mat-Phase. Da wird die Balance unserer Waage bestimmt, also wie austariert wir sind. Vorher braucht mich das nicht interessieren? Nee, vorerst mit dem vierten Würfel solltest du schauen, also, dass du dir... Hier wird das aber relativ immer versetzt. Oder genau. Ja. Sofort oder... Nee, das schauen wir nicht. Das ist nur, dieses Symbol ist mit diesem Symbol identisch. Nur in dieser Phase. Nur in dieser Phase. Nicht genau. Findet eine Mat-Phase statt. Da wird geschaut, ob wir Ungleichgewicht. Man kann Glauben, den wir hier haben, zack, einsetzen, um entsprechend das auszutarieren. Mhm. Mhm. So. Muss man die immer sofort einsetzen oder behält man den die? Glauben? Ja. Den kannst du einsetzen, wenn nachher das... Kann man hier so stapeln glauben? Und dann sagen, ja, jetzt brauchen wir... mal ordentlich. Genau, Leute, kommt mal ein. Alle einmal in die Kirche kommen, oder zum Tempel war es ja damals. Wir müssen einmal hier... Oh, ja. Omnipot. Genau, der Pharao hat ein bisschen Mist gebaut. So, und jetzt... mal ein bisschen ausgleichen. Ja, ja. Jetzt ist etwas, was mich bei diesem Spiel ungefähr eine halbe Stunde wälzen durch dieses Buch. Man muss dazu sagen, jetzt aber sagen, weil genau, die halbe Stunde ist rum. Und zwar steht da, falls der Pfeil auf der Drehscheibe auf den niedrigsten noch im Spiel befindlichen Wertungsmarker zeigt, müsst ihr jetzt eine Wertung ausführen. Was? Es ist der hier. Ich habe das so Probe gespielt, habe gedacht, Mann, das Spiel ist ja ruckzuck vorbei, wenn du hier zwei, drei Rubrik, dann hast du zwei Wertungen, dann hast du X. Nein. Das ist der niedrigste. Hier in der Mat-Phase, dann kommen diese Würfel im Grunde genommen alle wieder rein. Wir würfeln wieder neu nach, füllen sozusagen hier das auf. Dann gibt es wieder zwei Runden, ja, vier Runden, eine Mat-Phase findet statt und die erste Wertung. Mhm. Dann kommt der hier weg. Es gibt wieder zwei Runden, vier Runden. Ist das Spieleranzahl abhängig? Welche? Nein, das ergibt sich einfach durch die Platzierung. Und wir kommen. Dieser Satz reichlich, also reichlich unnötig kompliziert geschrieben. Genau. Wir kommen. Hier ist die erste Wertung, hier ist die Endwertung. Weil das ist der niedrigste, weil nur eine Sanduhr drauf ist, Wertungsmarker auf aber dem Brett. Aber da spielen wir dann vier, also acht Aktionen. Ja, wir sind ja hier, ist es dann, also ja, es sind acht, es sind insgesamt 16 Aktionen, weil irgendwo stand dann hier mal drin, damit kommt ihr auf 16 Würfel und ich habe das durchgerechnet und habe gedacht, nö, komm noch was. Und habe da, und dann, wie ist das denn, da habe ich festgestellt, ja, sie meinen diesen Marker. Ne? Hinkel, so in der Mat-Phase. Wenn unsere Balance okay austariert, wenn die nicht stimmt, verlieren wir Siegpunkte. Also das sieht man da unten. Wenn wir das geht dann nur ein Schritt? Das kann ja nicht sein. Wenn du hier minus 10 drin geballert hast und nur verdorben bist, dann kannst du da auch hinbekommen. Es wird eine Zugreihenfolge bestimmt. Und das habe ich schon gesagt, da wird einfach geguckt, wie weit man abweicht von der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn das... so ist. Guck mal, da kann man hier die Zugreihenfolge bestimmen. Genau, ja, da wird auch gleich die Zugreihenfolge bestimmt. Mit was? Ja, mit diesen mit den Startmarken, mit den Startkarten, die wir gleich haben. Die bestimmen als erstes die Zugreihenfolge. Hm. Dann wäre theoretisch orange der erste. Ja, aber die Scheiben erste, müssen ja nachhalten. Der helle, ach, der zweite der und hier nachhalten. Geht das dann so weiter. Also hell ist auch immer besser als dunkel. So. Genau, und weil mir die Zugreihenfolge am Ende des Spiels nichts mehr nützt, das ist so eine dunkle Sanduhr, gibt es am Ende des Spiels nochmal genau für den ersten drei Punkte und für den zweiten Ball hier zu drei ganz oder genau mehr spielen. Zu drei. Ganz zu genau. Zu drei oder mehr. Dann kommt alles zurück, dann gibt es da neue Würfel, füllen wir auf. Wertung, im Grunde genommen
wird dann geschaut, wo diese Symbole sind. Das heißt, hier in dieser Wertung heißt es in der Tempelanlage, jede eigene Säule und jede eigene Statue ist ein Siegpunkt wert. Ja, mhm. Ne, das bin immer ich. Mhm. Ne, jede eigene Säule in der Tempelanlage ist ein Siegpunkt wert. Für jedes eigene Gebäude und jede Statue, die sich in der gleichen Reihe oder der gleichen Spalte befindet. Das heißt, wenn ich hier ein Gebäude habe, ja, es wird multipliziert. Und ich hätte hier drei, hätte ich drei, ne, hätte ich schon sechs Punkte. Nee, wenn du drei und ein Gebäude hast, dann hast du immer noch drei. Aber wenn hier, du zwei hast, du schon sechs. Habe ich jetzt hier und hier eins, also habe ich hier und hier, dann habe ich zwei Gebäude und eine Säule, zwei Punkte. Und mit der Produktion erhöhe ich das da. Eine Säule, ja, mal zwei Gebäude. Ja. Nein, ja, ja, was jetzt? Ja. Kapazität. Ja. Kapazität erhöhe ich mit Produktion, ansonsten kriege ich Ware mit den Würfeln. Genau. Nein, die kriegst immer Ware mit den Würfeln. Kannst aber nur so viel lagern. Ja. Also grundsätzlich erhöhen tue ich bei der Werkstatt. Dann gibt es bei einer Wertung nochmal Siegpunkte nach Gebäuden, die ihr platziert habt, wenn die freigeschaltet sind. Es gibt Siegpunkte nach Säulen, die freigeschaltet sind. Es gibt da unten hier für jeden, den wir hier erreicht haben, das sieht man da links, für jedes Dreieck gibt es drei Siegpunkte. Also da hinten gibt es dann halt schon 15 Siegpunkte. Aber der da muss da sein, das ist der Stimmungsmarker. Es ist der Zufriedenheitsmarker, genau, der kleine. Ja, Stimmung. Genau, Stimmung. Haben es. Wir erhalten zwei Siegpunkte für jeden Produktionsmarker auf der 6. Da. Ja. Wir erhalten die abgebildeten Siegpunkte auf heute Gebäudeleiste. Wenn ich hier so ein Schreiber-Dings da abgebe, dann kann ich bei und der wir Produktion werden die, vier die Menge, die ja, ich den, bekomme, du kannst, den Würfelwert verändern. Kannst du immer machen. Würfel so. Plus minus 2. Genau, ein Schreiber, Würfel plus minus 2. Eins gibt es auch ganz wichtig, hier unten diese zwei Schreiber. Eine Anubis-Aktion. Genau, eine Anubis-Aktion. Die wollte ich noch fragen, was ist eine Anubis-Aktion? Eine Anubis-Aktion ist, ich nehme einen Würfel, bezahle zwei Schreiber, packe ihn hier unten hin. Also das heißt, er geht nicht auf meine Waage, die da ist. Und ich darf eine beliebige Gottesaktion machen. Ne? Mächtiger Anubis. Mächtiger Anubis. So, jetzt geht's danach. Startkarten auswählen. Das heißt, wir würfeln. Ich habe die schon mal dahin gelegen. Nehmen wir erst das? Da hätte ich nämlich noch eine Frage dazu. Ja. Bestimmt auch. Die sind ja Entwertungskarten. Ja, das sind Entwertungskarten. Das sind diese hier. Ja. Da steht ja meistens drauf für jede. Ja. Jede eigene, jede eigene. Jede eigene, gut, genau. Danke. Aber die sind die kumulativ, wenn man die gleichen hat? Ich nehme mal an, es gibt die mehrfach. Und wenn ja, warum sind da zwei Symbole drauf? Weil es das oder das gibt oder das in dem. Das in dem. Ich weiß nicht, welche Karte du hast. Du kannst gleich, bevor wir die Dekretkarten. Weil es die erste Partie ist. Aber, weil es steht ja auch unten dran, aber das passt so mehr oder weniger mit dem Verein. Also das ist damit gemeint, aber egal. Ich habe übrigens noch einen kleinen Fehler. Kann ich die zweite abwerfen? Du kannst die zweite abwerfen. Die kommen unter den Stapel. Behalte ich geheim vor mir. Genau. Genau. Und zwar hier hatte ich ja gesagt, Gleichstände, Helligkeit, Dings, das ist falsch. Wenn hier ein Gleichstand vorherrscht, geht es nach dieser Stufe. Nach dem Ank. Also die kriegen wir in jeder Mart-Phase, werden die neu ausgeschüttet. Mhm. Und das sind jetzt gleich unsere Startressourcen. Ich wette mal, es steht hier nicht drin. Die wir zur Verfügung haben. Sagen wir einfach mal ja. Das heißt, wir würfeln jetzt einmal den großen Startspielerwürfel. Dass du die mehrmals haben darfst. Ja, ich mit einer 5. Fünf. Einer 2. Mit einer 3. Mit einer 3. Dann habe ich meine 5 gemacht. So. Dann müsste ich noch mal kurz gucken, Schatz hinein. Ich bräuchte jetzt ganz kurz noch mal die Anleitung, wie ich mir die Startkarten nämlich raussuche. Das gilt ja auch für euch. Ich meine, die haben so lustige Nummern. Die haben so lustige Nummer. Mischt die Startkarten, nehmt bei 3, 1, 4, haben wir. Außer der wählt zufällig, das bin ich. Beginnt mit dem Startspieler, wählt jeder Uhrzeigersinn eine Startkarte aus und nimmt sie auf die Hand. Sobald ihr alle eine Startkarte gewählt habt, dürfte beginnt beim Spieler. Sieht kompliziert aus. Ja, ich bin so kompliziert. Nehme ich nicht. Hier, zwei Gold. Fünf für die Ressourcen. Achso, super. Ja, Fixstück bestimmt dazu. Gold ist keine Ressource, ne? Okay. Ja, dann gibt ja nur Papyrus, weiße Steine, schwarze Steine, Brot. Beim letzten. Okay, ich beginne. Also das da. Ich nehme
das. Möchtest du uns erklären, was du gerade gelesen hast? Ja, jetzt der Startspieler wählt sich eine Startkarte aus. Ja. Yeah. Diese nehme ich. Ja. Yeah. Zack. Dann wäre der nächste dran im Uhrzeigersinn und dann geht es von hinten wieder nach vorne. Also ich nehme gleich zwei. So, genau, du nimmst zwei. Sobald das fertig ist, wird die Zugreihenfolge bestimmt. Und zwar die Initiative, die hier oben drüber steht, entscheidet die Zugreihenfolge. Das heißt, legt eure Mart-Marker in absteigender Reihenfolge. Der höchste Initiativewert auf die 1 und so weiter und so fort. Also, absteigend. Bei einem Gleichstand liegt derjenige mit dem höchsten aufgedruckten Initiativewert. Also wenn ich hier eine 10 als höchsten aufgedruckten habe, wäre ich der Erste, auch wenn wir in Summe gleich wären. Und deswegen hat er so eine niedrige Nummer. Genau. Offensichtlich sind die Komplizierten die Besten. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Und in hier, das ist relativ simpel. Du führst eine Osiris-Aktion. Mit dem Wert 5 aus. Mit einer 5 aus. Eins habe ich noch vergessen gehabt. Ups. Baust eine Werkstatt. Ja. Und bezahlst keine Zufriedenheit. Hexenkönig, ich gebe dir da absolut recht. Wieso was Jan ich? Tut das immer. Ja. So, wenn, und ansonsten, sind wir noch wenn ich baue, muss ich eine und nicht nochmal in sich falten. Um das zu machen. Das sind Anleihen, das sind Spiele. Spiele leben. Ey. Ganz genau. So, okay. Genau. Die werden zuerst. Und in dieser Reihenfolge kann man sich dann diese Ankh-Karten noch nehmen. Das sind, wie gesagt, die werden nach jeder Mart-Phase werden die nochmal neu ausgeschüttet. Je höher meine Initiative, desto weiter vorne. Und ich mache auch eine Osiris-Aktion mit einer 3, mit einer Werkstatt. In was? In diesen beiden Bereichen nur. Ah. Und was heißt das? Beliebig. Was? Eine 5er, beliebig. Ah. Was heißt dann weiß ich jetzt, was da kommt. Ne? Ja, und was heißt das da unten? Das minus 1 durchgestanden. Du darfst keine Zufriedenheit bezahlen. Das haben wir eben gerade geklärt, als du gelesen hast, dass der Hexenkönig mich mit dem Knicken der Anleitung. Genau. Das lenkt dich also so ab. Es tut mir leid, es ist wenigstens einer von uns um den Chat kümmert. Aus und genau. Wirf dann von denen. Das gleiche genau. auch da. Genau. Wie hier sind die Technologien. Die hier gemobbt. Und was für Karten sind das? Das sind die Technologien. Die bringen dir also ein Bonus irgendwie und die anderen sind die Hände einmal einsetzt, sofort oder einmal einsetzen, wann ich möchte. Sobald du. Genau, sobald du steht drauf auf den Karten. Also, ja. Also hier zum Beispiel kannst du einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen. Und das sind 3 vorwärts mit dem großen und 2 vorwärts mit dem kleinen. Genau. Ja. Das ist offensichtlich fast die schlechteste Aktion. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und davon viel. Ich bin froh, dass ich das in so kurzer Zeit eigentlich erklären konnte. Fahre ich denn meine Zufriedenheit und auf der Leiste im Jahr gehe ich dann rückwärts. Das ist halt bei vielen von diesen Spielen, du hast halt relativ viel zu erklären. Der Spielmodus nachher ist dann relativ simpel. Tatsächlich, weil die Aktion ist relativ, ich nehme einen Würfel und mache das oben oder so. Was die tun. Genau. Damit. Und es fängt ja damit schon an bei der Auswahlaktion, die fallen schon mal raus, weil die sind nicht da. Im Moment sind die nicht da. Wenn oben ein eckiges Symbol ist, wo führe ich das dann aus? Das muss ich ja da ausführen. Genau. Und wo führe ich das aus? Lies mal den Text. Oh. Genau, da steht ein Text. Mind blown. ich möchte tatsächlich, glaube ich, das nehmen. Wann immer? Oh. Das heißt, muss ich die noch extra ausspielen oder habe ich die einfach? Das sind, welche hast du? Das sind Technologien. Die hast du immer. Das ist ein Immer-Effekt. Gerne. Die kann ich einfach offen aufgeben. Kannst du offen aufgeben. Immer wenn ich eine Reaktion ausführe, habe ich 30 Punkte. Gib mir mal bitte 2 Brot. Und dann kommt 3 Brot. Achso, ich nehme auch 3 Brot. Ich werde verdeckt. 2 Brot, ein Papyrus. Also ich nehme auf jeden Fall das. Ein Papyrus? Nein. Danke. Das ist jetzt sehr, sehr kooperativ hier mit rum. Wir wollten doch nichts teilen. Genau, hätten wir gar nicht auswürfeln dürfen bei Red Outpost. Es war der zuletzt geteilt hat. Wer hat zuletzt geteilt? Ich teile mit euch meine Technik, meine Zeit, meine Wohnung, mein Trinken, mein Essen. Und wer hat heute den Kuchen mitgebracht? Meine Stühle. Den wir bisher noch nicht geteilt haben. Ich teile fast alles mit meinem Stroh. Ich glaube, es wird heute noch keinen Kuchen mehr geben. Wie? Wie?
Ja, Quark. So, und jetzt sind wir willkommen in der Fingerlane. Du wolltest da was hinstellen. Und das ist gar nicht so schwer, weil du hast nicht. Ja, keine ja, ich weiß, das weiß ich. Gut, dann mach das, dann ist Jan dran. Die Fingerlane wird zweimal durchlaufen. Da stehen muss. Verdammt. Ja, genau. Also das heißt, in diesen zwei Spalten? Nee, in dem oder dem. Also in dem oder dem okay. Muss das sein. Ich muss aber gleich noch eine zweite Karte auswählen. Und das ist das Problem. Die Fingerlane wird zweimal gefahren. Ne? Ja, habe ich. Ist das hier so? Ja, so. Gut. Hast du richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Hat noch keiner gefragt, was dieses Gold da macht. Was nein, macht dieses Gold da? Dieses Gold macht, sobald der Erste hier in dieser Zweierreihe was gebaut hat, kriegt er dieses Gold. In der Zweierreihe. In der Zweierreihe. Mit einem 2. Ganz genau. Mit einer 2. Ausgerechnet mit einer 2. Warum mit einer 2? Hey, ja, weil Daniele gesagt hat... Ich ab hier, mach das. Ja. Daniele hat gesagt, du musst Duo. Ne? Du musst mit Millie sprechen. Wir müssen miteinander sprechen. Ich spreche mit Millie. Also, ich muss überlegen. Ach, ich nehme das, was übrig ist. Von den zwei, die noch übrig bleiben, nehme ich eins. Die zwei. Wofür brauche ich das nochmal? Wofür brauche ich denn nochmal Marmor? Wenn ich Marmor wäre, wofür würde man mich dann da, um so eine Dingsaktion so einzumachen? Nein. Spannende Frage, wirklich. Quatsch. Ach, dafür. Da oben. Ja. Zwei weiße, ein schwarzes. Ja. Das sieht man schlecht. Ja, das zwei weiße, ein schwarzes. Ob es leer wäre. Zwei weiße, ein schwarzes. Ah. Um dort eine Säule zu bauen. Gut. Welcome to the Thinkerling. Ja. Weil das Schlimme ist, mit einmal hin und einmal her ist das jetzt die Doppel-Thinker-Lane. Wir fahren sie einmal rauf und wieder runter. Ich hab den Ben Street Counter. Und es gibt noch einen Fehler in der Anlage. Oder es gibt noch einen Fehler im Spiel. Das weiß ich. Den muss ich gleich. Also, das kann man durchaus sagen. Bei Tekeno, alle Karten, wir haben so ganz kleine, das ist diese Karte, die steht hier nochmal genau drin, was das ist. Effekt. Ja, das ist ein Einmal-Effekt. Ressourcen. Ja, wenn du 5 Ressourcen aussuchst, hier, guck mal. Und der Fehler ist? Der Fehler ist, den sage ich jetzt gleich: 2 weiße und ein schwarzes. Kannst du da mischen? Darfst du mischen? Ja. Sicher? So, ja. So, der Fehler ist folgendes. Und zwar ist das diese Startkarte, diese Ankh-Karte A03. Arne, was würdest du denn behaupten, stellt dieses Symbol dar? Du bekommst eine Einwirkung oder eine Zufriedenheit. In der Anleitung steht, Ankh-Wert 2, Karte 03, erhalte eine Bevölkerung. Gut, hast kannst du ein Edding nehmen und es durchstreichen. Wir merken uns das jetzt einfach. Ich hätte gerne da drüben noch jeweils die Karte eins. Richtig. Ich habe 1, 2, 3, jeweils die Anleitung fein, weil auch in der Anleitung ist genau das so abgedruckt. Ich mache einfach mal ein Bundes. Und ich würde auch das so in der Mitte. So, jetzt hat Jan 19. Ich habe 19. Arne hat 13. 13. Ich habe 7. 9. Oh, dann bin ich. Dann hast du es übertrieben. Ich habe mal so richtig aus dem vollen. Dann hast du richtig schlechte Sachen. So. So, oder? Zack. Aber ich darf mir jetzt als Erster von diesen Karten. Die kommt jetzt einfach weg. Etwas aussuchen. Die kommen alle weg. Und der Ankh. Kriegen wir nie wieder. Die sind weg. Die, genau, die können wir den geben. Der Ankh wertet den, bricht den Tai in der Mat-Phase. Mhm. Und zwar ein höherer Ankh-Wert entscheidet Gleichstände. Das heißt, je mehr Glauben ich jetzt hier zum Beispiel, also wenn ich hier den Glauben mit reinnehme, dann und wir haben das gleich, dann breche ich den Tai. Mhm. Oh. Richtig. Ich will aber nicht einen Teil brechen. Ich nehme die 2. Und möchtest? Und möchte. Eine Bevölkerung. Eine weil Zufriedenheit. Es ist ja keine Zufriedenheit. Nein, wir haben uns eben geeinigt, dass die Karte stimmt und nicht die Anleitung. Genau. So. Beziehungsweise, für mich ist es egal. Ihr könnt noch überlegen. Ich gucke einfach schnell bei DGG. Na gut. Ob da schon noch was steht. Mhm. Wie immer, top vorbereitet, der Jan. Ja, was denn? Was? Wieso? Hallo. Ich dachte, Rosa. Ach, Rosa. Ja. Das bist du. Ich nehme das, was übrig bleibt. Mhm. Und solange der Jan noch guckt, muss ich ein bisschen überlegen. Nein. Der nimmt ab. Das ist ein Glauben. Oder angesteckt ist. Die ist da drin. Melli. Toll. So. Wofür brauche ich Gold?
Als Joker-Ressource. Joker. Okay. Mit Gold kann man alles erreichen. Mein Gold. Was? Oh, im Hund. Ich kenne mein Gold. Bitte. Wo auch immer das Gold ist. Da. Da. Ein Gold. Ich bin dran. Erster Zug, erstes. Das heißt, ich habe die beste Karte. Nee, die höchste Wert. Du hast die schlechteste. Also okay, du brichst keinen Teil. Du brichst absolut keinen Teil. Ich breche sie alle. Du brichst. Oh. Okay. Ich nehme hier aus diesem Bereich den 6er verdorbenen Würfel. Wie viele Leute muss packe den da drauf. Kannst du nochmal das mit dem Ernähren sagen? Das, was da unten steht, nur was das. Du freigeschaltet hast. Die Leute sind egal. Die Leute sind egal. Gut. So, 6 braun bedeutet, ich packe mich dahin. Mhm. Ja. Kriege 2 Brot. Und einen beliebigen. Und einen beliebigen noch. Erstmal 2 Brot als Bonus. Dann schiebe ich meine Produktion um 2 nach oben. Deine Produktion? Produktion ist keine Produktion. Es ist Kapazität. Das ist deine Produktionskapazität. Produktionsüberhangskapazitätslagerungsplatz. Genau. Ich habe die 6 dort hingeparkt, habe mich dorthin geparkt. Und habe ich habe lange genommen. Zeit zu überlegen, ne? Und lange Zeit eigentlich nicht, weil der Arne wird mir genau das wegnehmen und die Mail wird mir an das nächste. Ich bin fertig. Ich bin nicht dran. Nee, alles ja, ich habe nur mal so gesagt, ich bin fertig. Ich habe ja nur gesagt, ja, jetzt Mel. Macht er in Arne erst das, was ich gerne machen würde, dann machst du das andere, was ich gerne machen würde. Und dann ich habe doch keine Ahnung, was ich machen würde. Gut, dann fang mal an zu überlegen. Mhm. Und so. So. Mhm. Ich sehe noch nicht mal die Werkstätten da unten. Tja. Ich den Foto machen. Da kannst du gucken. Ja, super. Oder du gibst mir dein Handy, dann mache ich damit ein Foto. Mein Handy lädt im Moment gerade so langsam. Das ist im Grunde genommen, mit der 1 schiebst du es immer um jede Produktionsstätte um 1 nach oben, mit der 2 um 1, auch um 1, also 1 und 2 schiebst du immer um einen Schritt nach oben. Bei der 3 doch auch. Bei der 3 schiebe ich 2 verschiedene hoch, also genau die, die immer in dieser Feld sind. Der Nachbar? Bei einer 4 genau das gleiche, ich kriege aber noch ein Gold als Bonus und ab 5 und 6 kriege ich immer 2 nach oben, beziehungsweise. Zwei und ein beliebiges bei der 6. Je tiefer ich komme, desto besser ist es. Aber für dich, du brauchst dir keine Gedanken drüber machen. Ja, aber kann man keinen mehr nehmen. Trotzdem sehe ich es nicht. Was hast du jetzt genommen? Gar nichts. Also das kann man nicht machen, weil man hat nicht genügend Marmor. So. Ja. Das? Naja, das würde ich nicht sagen. Du hast einen. 1, 2 und Gold. 3. Ja, du hast also genug. Die beiden könntest du schon theoretisch machen. TB. Hier braucht man Brot. Ja. Wie viel Brot, je nachdem, was da steht. Ganz genau. Genau, Papyrus habe ich auch noch nicht. Also irgendwie ist alles ein bisschen. Und der Würfel ist nochmal genau dann für was, wenn ich den mal nehme? Der Würfel gibt hier an in diesem Bereich. Ja. Wie geht's mit dem 4 und wie viel Bevölkerung du nach vorne gehst. Aha. Egal, welche Farbe er hat. Aber ja. Arne denkt ja auch noch. Mhm. Die Farbe ist nur während bei du da guckst, was war noch einigen Sachen interessant. Das ist Statuenbau. Wenn ich hier was gebaut habe. Dort oder dort oder da. Aber Statuen bauen kann man jetzt ja auch noch nicht, wenn man noch keine 3 oder 4 schwarzen hat. Ja, ich wollte es ja nur wissen. Also das ist... Und die grauen Würfel sind welche Ressource? Gar keine. Was sind die grauen Würfel dann? Die sind einfach nur verdorben. Oder ja, immer. Die sind immer verdorben. Ah ja. Schön. Und das ist mit einer 1 oder 2 kriegt 2 Schreiber. Und die hier darf, die gesperrten darf ich gar nicht. Die darfst, da brauchst du dir gar keine Gedanken jetzt mehr machen bei Osiris. Da hat Melly echt doof gewürfelt. Nö, nicht für mich nicht. Dann versuche ich es mal mit diesem Würfel. Und ich nehme ihn als Waren. Das heißt, ich würde jetzt 4 Marmor bekommen. Genau. Der Würfel kommt aus diesem Bereich. Dann kriegst du 4 Marmor. 4 Marmor. Ich kann aber nur 3 lagern. Genau. Das heißt, die 3 darf ich nehmen und einen packe ich hier hin. Genau, damit bin ich damit austariert. Naja, nicht ganz. Warum? 1 gegen 3.
Also 4 gegen 1. Ach, der Würfel wert. Das hast du nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Nein, du hast nur Würfelanzahl gesagt. Ja. Damit meinte ich die Augen. Der Würfel wert, die Augen hier. Gut. Oh, dass ihr auch so Kleinigkeiten, ihr müsst doch wissen, wir kennen uns nun so lange, ihr müsst doch wissen, wenn ich sage... Und wir lassen dich leider immer noch Brettspiele erklären. So, das war die letzte Spiel digital, in der ich Spiele erklärt habe. Aus welchem Bereich will ich diese Karten bekommen? Was? Ich jetzt da unten das machen würde. Ja, genau hier. Also ja. Bist du? Hier? Wahrscheinlich. Also hier. Ja. Also ja, ja. Hier. Aus der ganzen Auslage. Heute Abend dann Siderische Konfluenz, erklärt von Jasmin. 2. Morgen Prager Kaput Regni, erklärt von Jasmin. Anno, erklärt von Arne. Ja. Trois Dice, erklärt von Melli. Ich sag einfach mal Melli. Ja, ist klar. Du musst auch irgendwas erklären. Ja, nee. Was? Insel der Katzen, erklärt von Melli. Dazu will ich es dann nochmal lesen. Schon zu lang wäre. Das wären 2 Papyrus. Wäre gut, wenn du das nochmal liest heute, bis morgen. Mhm. Wer soll es sonst erklären? Es steht auf dem Sendeplan drauf. Insel der Katzen. Ja. Nee. Nein. Man erklärt nichts mehr. Aber das wären 2 Papyrus, theoretisch. Ja. Wenn ich jetzt den 2er gelben Würfel nehmen würde... Ja, ja. Ich habe keine 2 Papyrus. Nee. Dann kriegst du den für Oma. Brauchst du den, kriegst du eine für Oma. Kriege ich eine für Oma. Dazu müsste ich schon wissen, was da liegt. Tja. Ja, ich nehme einfach diesen 2er gelben Würfel und suche mir irgendwie. Und suche den bereit? Nein. Warum gibst du ihr die so? Damit sie die in der Hand haben. Ja, aber die kann sie doch auch nehmen. Ja, sie kann doch erstmal die gucken. Dann sortiert wieder. Sie kriegt den 2er und der nächste ist dran im hellen Bereich. Bin ich. Ja. Vielleicht sucht sie sich da eine aus. Ja, aber ich könnte das ja auch machen. Du kannst dir die aber angucken. Nicht auslegen. Nix. Ist schon gut. Ich habe nur, Melli hat gesagt, sie sieht nicht, welche da sind. Meine Frage. Und das Handy lädt, kann sie sich meine nicht Frage. Ja. Ich frage dich jetzt mal. Ich kann dir natürlich die Anleitung geben und die Nummern aufschreiben und sagen, hier, guck mal. Lege ich dir auch offen hin, ja. Ich nehme jetzt einfach die und Gutes. Und wann werden die nachgefüllt? Jetzt oder am Ende der Runde? Das gut. Oder erst, wenn jemand ein Papyrus ausgibt. Nee. Hm. Leere Abschnitte aus, zwei bleiben leer. Das Problem ist, das lebt nicht wirklich. Gottes Aktion. Dann nicht. Gottes Aktion passt. Dann nicht. Deswegen habe ich jetzt mich mal ausgeklingt aus dem Chat und gucken, ob es dann was wird. Fülle am Ende deines Zuges. Mein Zug ist zu Ende. Ja, weil du kannst auch mehrere nehmen, also nicht sofort, aber am Ende deines Zuges werden die auf alle Fälle nachgefüllt. So. So, dann kann sich die Belly Street schon mal überlegen, was sie hier so rausballern. Rausbellied. Mhm, welchen crazy Move sie macht. Das ist ja auch noch nicht vorbei. Wenn ich hierüber auch kriegen würde, traf ich die trotzdem Lager, auch wenn meine Kapazität hier nicht reicht. Das ist ja für Produktion. Das ist nur was über die Produktion. Also wenn du so einen Würfel nimmst, würden die eigentlich neu gewürfelt werden, falls nicht genug Würfel da wäre. Es könnten ja theoretisch alle hier. Nee, können sie nicht. Passt schon. Es wären je Bereich 3 gebrochen, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Mhm. Also wenn alle 3 nach ganz oben landen? Ja, da immer. Nee, landen nicht. Das geht nicht. Mhm. Es können gar nicht alle 3 oben, weil die Farben ja nicht da alle so sind. Ne? Mhm. Ich gebe dir recht, wenn es jetzt alles, selbst jetzt alles weiße wäre, würde es noch nicht funktionieren. Und dazu gibt es auch genug graue. Ich glaube, es gibt im Beutel mehr graue als alles andere. Und ich glaube, Daniel und David haben so viel gewürfelt mit Philipp von Board and Dice zusammen, was die dann festgestellt haben, wie wir Würfel so reinmachen, damit das passt. Ich würde das weniger empirisch testen, sondern ausrechnen. Nee, ich würde würfeln. Das
Das ist der Unterschied zwischen den Bällen. Du würdest erstmal rumrechnen, welches 3 Monate bist du da eine Dings ab und ich sag nach 2 Tagen, boah, ungefähr 15, 16 reichen. Wird schon nicht passieren. Und wenn Extremstrategie, dann kann ich mal gucken, da steht ja bestimmt irgendwas drin. In der Mahlphase findet das ja statt. Auch hier wieder leider eine Board and Dice Anleitung. Die finde ich nicht ganz so berauschend. Und alles dran. Schon. Mhm. Zack. Wirklich? 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 Nee. Dann nicht. Dann nicht. Was würde man denn damit jetzt machen? Man würde eine Statue errichten. Dafür bräuchte man 4, die du nicht hast. Genau, die ich nicht habe. Gut, deswegen fällt das ja für uns alle raus. Genau. Absolut richtig. Außer Arne. Außer Arne. Nein. Nee, der hat nur einen. Nee, den will ich aber nicht. Ich will eigentlich einen hellen Deckel haben. Aber ich glaube. Die gibt's nur da. Die gibt's nur da. Was heißt eine Statue errichten? Wie hier. Ja, aber. Ja, aber dafür brauche ich doch immer irgendwelches Gold. Dafür brauche ich doch 4 davon. Ja, nein, nicht Gold. Du brauchst 4 davon. Ja. Die hast du nicht genug. Ich habe das geht ich aber. Hab weiße. Ja, du brauchst schwarze. Das meinte ich ja. Also, ich gebe meinen Schreiber aus, weil dieser Schreiber sagt nämlich, diese 4 hier hinten ist ja eigentlich eine 6. Ja. Ne? Ja. Und die 6 kommt, ist ja auch total rein und erleuchtet. Mhm. Und mit der 6 kann ich mir das da nehmen. Ja. Das kostet mich 3. Wie viel kannst du denn mit dem Schreiber verändern? Plus minus 2. Plus minus 2. Und dann kann ich eine Säule, die jetzt hier ist, exakt dahin packen. So wie vorhin, da, wo er so vorhin beispielt hat, ja. Mach dort ein Säulchen drauf und kriege jetzt. Wäre aber gut, wenn du sie erst noch ein Stück zur Seite schiebst, um den Bonus zu sehen. Gib nochmal einen Punkt. Obwohl also jetzt nicht, Punkte. Weil du hast den weißen statt den grauen Würfel. Nein, es gibt keinen Bonus. Stell sie einfach drauf. Es gibt keinen Bonus für das. Du hast vollkommen recht, den Bonus da kriege ich. Weil du wolltest vorhin den aus. Aber ich kriege Anzahl. Doch, ist schattiger Bereich. Ja, kriegst du. Yes. Passt schon. Passt schon. Es geht hier nicht um den Würfel, oder sonst, sondern um den Bereich. Ja. Ich kriege jetzt also als erstes Anzahl der Siegpunkte mal Gebäude. 0. Als zweites für die Kanten 1, 2 sind schon mal 2 Siegpunkte. 1, 2. Und ich kriege hier diesen Bonus, das heißt, ich kriege nochmal 2 dazu. Plus 1. Pro Kante. Plus 1. Ja. Plus 1. Pro Kante. Plus 1. Habe ich doch? Nein. Du willst das da? Nein, 15. Wieso das? Da bin ich jetzt aber auch dagegen. Schieb nochmal zur Seite. Ja. Pro Kante plus 1. Pro Kante plus 1. 2 und 1, 2. Du hast 2 gekriegt, dann kriegst du nochmal, ach so, pro Kante plus 1. Mhm. Und dann, weil ich den von hier genommen habe, 3 Punkte. Schwupp, 17. Ich dachte, du kriegst jetzt nochmal. Von wo genommen? Pro Kante? Von hier. Weißt du, also. Da kommt jetzt ein neues nach, vielleicht. Ja. Säulen werden immer gebaut, richtig. Wofür hast du jetzt nochmal gekriegt? Ach, da, 3. Von da. Ja. Und schon bin ich fertig. Tja. Das ist Arne wieder dran. Okay. Das ist kein Valley Road, weil wir biegen ja dann darüber ab. Und dann bin ich hier. Nein, nein, hier ist immer, eigentlich ist hier Belly Place. Von Belly Place kommt man in die Thinking Lane oder über die Thinking Corner in die Thinker Lane. Der Jan. Statuen errichten wäre eine tolle Sache, wenn man 4 schwarze Ressourcen hätte. Hat hier aber keiner. Genau. Richtig. Wer hat das schon? Gut, das heißt, ich möchte diesen. Bin ich dran? Ja, ich bin dran. Ich möchte diesen Würfel hier nehmen. Ja. Der kommt auf unsauber. Das heißt, ich habe hier 7 zu 4 jetzt. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Gut. Oder auch nicht. Aber das, der Jan hat verecknetterweise für dich was nachgezogen. Genau. Das sind 2 weiße. Und ein Gold. Das Gold stand eben noch hier. Steht jetzt hier. Ja, schön. Steht da. Zack. Ist bezahlt. Dafür kriege ich erstmal 3 Punkte. Mhm. Ja, kann man auch zuerst machen. So, jetzt platziere ich das an einem beliebigen Ort. Ja. An einem beliebigen Ort, der noch nicht bebaut ist von einer Säule. Selbstverständlich. Zum Beispiel hier. Kriegst du dafür 2 Punkte? Dann bekomme ich dafür 1, 2 Punkte. Ja. Und nochmal für das runter 2 Punkte. Und es ist ein schattiges Plättchen. Ja. Das Ding liegt im Schatten. Ja. Also gibt es noch einen Bonuspunkt. Genau. Und dann habe ich einen mehr als Jan. Oh.
Und ja. In unter einer Minute. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Meine Fresse. Ich gebe auch meinen Schreiber aus. Das hätte ich jetzt. Dann ist das eine 3. Jetzt fängt einer an mit Säulen bauen. Oh, wo der Platz im Tempel wird eng. Lass mal schnell eine Säule bauen. Nee, also wir haben ein Hm und ein Gold. Ich glaube, das ist einfach nicht, also das ist weder schattig noch alles andere. Das ist nichts, weil auch kein Bonus drauf ist. Ja. Du kriegst den Bonus also nicht dafür, dass das schattig ist. Ja, der Schatten ist halt immer so eine Zwischen... Das ist ja den Grauen. Also die sind auch immer in den Dunkeln, also immer so eine Zwischendings, so die musst du ja nie umändern. Für jede passende Seite kriegst du Punkte. Ja. Wenn du die natürlich genau in die Mitte baust, machst du es dir einfacher mit der Berechnung. Nämlich 0. Da hat 3 Blaue, da ein Boot. Schwierig. Jetzt wirft sie gleich meine Säule um. Ja, davon gehen wir alle aus. So. Sei froh, dass es nur die Säule ist. Das sind 3 Glauben auf jeden Fall. Da gibt es auch alle Fälle. 2 Punkte. Wo auch immer die Glauben sind. Beim Arne. Bei mir. Glauben. Bitte. Was wollen wir mit denen nochmal machen? Tja. Hier ausgleichen. Ja, wegen mir. Da ist ein Gold. Nein, das war da drüben. Und dann ist schon... So. Nein. Die 2 Punkte habe ich. Das habe ich gemacht. Aber ich habe hier, immer wenn ich eine... Werkstatt baue. Ja. Nein, Reaktion. Gottesaktion Re ausführe. Das müsste die hier sein. Hm. Erhalte ich 2 Punkte. Du hast auch für die passenden Seiten noch 2 Punkte gekriegt. So, und immer wenn du eine Säule errichtest, aktivierst du immer auch die Fähigkeit des Säulenblättchens. Ja. So, das heißt, ich habe eine 1 bei 4. Du kriegst hier wieder eine Karte. Wieso ist das? Weil das weil das ist schon immer wahr. Weil das da drauf ist. Ja, ist ja gut. Da geht's auf einmal. Du hast den absoluten Oberkiller-Zug gemacht. Eine Anubis-Aktion. Nee, eigentlich noch nicht, weil ich habe keine. Sobald du einen Würfel nimmst, behandle ihn so, als hätte er eine andere Farbe. Du darfst den Wert um 1 verändern. Immer wenn du Ressourcen produzierst, darfst du den Wert des Würfels um bis zu 2 verändern und erhält eine zusätzliche Ressource des gleichen Typs. Sobald du einen Würfel nimmst, dreh ihn auf eine beliebige Seite. Das ist auch wieder nur einmal. Sobald du einen Würfel nimmst, behandle ihn so, als hätte er eine andere Farbe. Du darfst den Wert um 1 verändern. Dann, wann immer du eine Todaktion ausführst, erhalte ein Papyrus. Wann immer du eine Gottesaktion Horus ausführst, erhalte 2 Siegpunkte und einen Granit. Horus war da hinten. Sieht man hier, Horus, da, das der da. Nein, ich nehme das mit dem Papyrus. Weil das ist das Problem, weswegen das hier nicht steht, wer das ist, weil lateinische Schrift hatten die Ägypter ja noch nicht. Genau, es steht doch da. Wer richtig, das ist. Es steht doch da, jeder. Du musst den Würfel noch nehmen, ne? Achso. Ja, auch die helle Seite. Und wann wird hier nachgelegt? In der Mahdphase. Nein, nach. Da nachgelegt. Da wird. Rutscht das durch? Ja. Ah, da sind Pfeile. Wie gesagt, es ist typisch, wie du sagst, Eurogame. Du erklärst am Anfang dir den Roll. Dann guckt man sich die Symbole und sagt, es steht ja eigentlich. Genau, warum hast du eigentlich so lange erklärt? Doch, eigentlich ganz einfach. Und dann. Also, ich möchte die 4 da nehmen. Die hier. Nein, die Würfel 4. Ich erkenne gerade das. Die Würfel 4 möchte ich nehmen. Ja, diese Würfel 4. Genau, die möchte ich nehmen. Die möchtest du nehmen. Genau, das heißt, ich gebe jetzt Brot ab, um ein Gebäude da irgendwo zu platzieren. Und zwar so viel Brot, wie da steht. Und wir bekommen dann Punkte, so viel wie da schon Säulen in der Reihe, Spalte, wo auch immer sind. Ist das korrekt? Solange es von dir welche sind. Von mir. Keine. Ja gut, okay. Das macht Sinn. Aber in dem Moment, wo ich sie da platziere, später nicht mehr. Später nicht mehr. Aber später, wenn du eine Säule platzierst, kriegst du durchaus Punkte. Für die Gebäude. Genau. Ich erkenne hier diverse Probleme. Gerade jetzt wo die Würfel langsam ausgehen. Ja. Was sieht? Prost. 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 Und ansonsten kriege ich dafür jetzt nichts? Ja. Wo möchtest du denn was bauen? Was passiert denn dann da noch? Du erhöhst deine Bevölkerung um den Wert 4.
Des Würfels. Gut. Okay, und du kriegst eine Ressource aus jedem Feld. Ja, gut, eine Ressource und das mittlere, das ist, wo ich nichts kriege. Gut, ich möchte den Würfelwert dann auch noch um 2 verringern, bitte. Um 2 verringern, ja. Um einen. Einer reicht ja, oder? Damit ich. Nee, das müsste. 2. Auf 2. Auf 2. Auf 1. Um 1, das reicht. Weil dann ist der Unterschied ist ja nur 2. Es wird ja der Unterschied gewesen. Der war aber im Dunkeln, also im Hellen. Ja. Nein, der war nicht im Hellen. Der war hier, genau. Ja, der ist immer verdorben. Der ist verdorben. Die müssen sowieso immer verdorben sein. Der ist verdorben, so oder so. Dann, ach verdammt. Genau. Melli, warum sagt der Typ fast fertig? Dann macht man auch mal ein Auge, drückt man zu und denkt, jo, nimm mal. Dann ist ja auch schon egal, ob 4 oder 3. Ja, genau. Echt jetzt? Ja, ne, ist vollkommen egal jetzt, oder? Genau das ist das Problem. Da sind nämlich nur noch echt viele Verdorbene. Das kippt. Ich merke gerade, das ist ein echtes Problem. So? Ja. Weg damit. Bett? Ja. Ja, hab ich nicht. Du kriegst das Brot, kannst du behalten. Warum? Weil du hier einmal. Aber ich krieg's ja nur einmal. Ein Papyrus. Dann will ich das Gold behalten. Nein, gib mir das Gold. Wieso? Das musst du abgeben. Ja, aber ich muss das ja auch bezahlen. Ich krieg ja nur eins wieder. Richtig, eins kannst du behalten, habe ich gesagt. Nein, du kannst das Brot behalten, hast du wortwörtlich gesagt. Ich bekomme also ein Papyrus. Ja. Ein weißen Stein. Je früher man da hinbaut, desto mehr Zeug kriegt man. Ein weißen Stein, immer noch ein weißen Stein und ein Glauben. Ein Glauben. Hier, guck mal, kriegst du auch noch deinen verdorbenen Würfel. Und den verdorbenen Würfel. Und der Jan ist dran. Der macht was ganz Einfaches. Der nimmt was sich diesen Vierer Schwarzwürfel. Warte mal, das war Hartor. Ach, verdammt. Gib mir mal das Dings, das eine Rot zurück. Meine 2 Brot und mein Gold auch, weil ich wollte das ja hier machen. Oh. Damit kann ich die Kosten ignorieren. Gibst du mir bitte mein Gold wieder? Ich produziere mit einer 4 im Hellen. Ja. Kriege ich 2 das gilt, schwarze. Das gilt immer als Limit, nicht nur wenn ich was bekomme. So. Ja? Und dann kriege ich nochmal 2 schwarze, eigentlich 4 schwarze. Ich weiß auch nicht, wie du jetzt. Ja, und weil ich ja, ne, und jetzt hier so. Ja. Ne, schon ein bisschen ausgeglichener so. Ja, naja, so, gut. Quatsch. Nein. Richtig, nein. Nein. Nein, richtig, Wir haben 2 Würfel schon gespielt. Genau. Wir müssen nicht schon die Obelisken drehen. So. Ach so. Genau, jetzt kommt jetzt eine Rotation. Das machen wir ganz streng nach Anleitung. Rotation. Wir drehen es. Dreht die Drehscheibe um einen Abschnitt. Dann wird das umplatziert wahrscheinlich. Fügt den schattigen Abschnitten so viele Würfel hinzu, wie Spieler teilnehmen. 4. Ja. Das ist aber dunkel. Dunkel. Schattig. Ah. Wie viel brauchen wir jetzt? 4. Für jeden Bereich. Für jeden schattigen Bereich. 2x4. 2x4 Würfel getrennt. 2x4 getrennt. Wir machen 1x4. Ja, ich guck mal, ob auch so. So, was wir aber schon machen können, ist, das bleibt ja gleich. 1x4. Grau bleibt gleich, die bleiben auch gleich, der bleibt gleich und die weißen hier. Moment. Schattig. Die schattigen gehen in den da. Die bleiben nicht alle gleich. Die bleiben alle gleich. Schattig. Also der braune, dunkel könnte noch. Auch hier, schattig, das. Bitte. Und gelb, schattig, ist auch da. Schattig, weiß ist verdorben. Schattig, braun ist voll und schwarz ist verdorben. Boah. Habt ihr das jetzt auch richtig gemacht? Ja. Ja. Schattig, gelb ist, ja, oh. Hat jemand die anderen schon geändert? Nein. Ja, das waren nur die hier in diesem Bereich. Ja, aber die ändern sich doch auch. Und nee, der ändert sich nicht, weil ja das nur vom ersten Dunkeln in den zweiten Dunkeln gerutscht ist. Deswegen ändert der sich auch nicht. Und die Braun bleiben immer gleich. Und hier, der bleibt auch gleich. Wahnsinn. Plup, ich mach trotzdem, ich nehme diesen hier. Mhm. Ändern wir jetzt nicht? Nee, das ist erst da, ne? Das ist erst da. So. 2. Und nochmal 2. So. Fertig. Fertig. Da drüben der Baum.
Jetzt könntest du da oben bauen. Aber der Arne ist dran. Ja, aber erst ist der Arne dran. Aber trotzdem, auch wenn er da bauen würde, könnte ich immer noch bauen. Ja. Aber auf jedem Feld darf wahrscheinlich auch nur einer stehen. Ja, genau. Also 5 Braun ist quasi schon weg. Da müsste man dann was ändern mit so einem Schreiberling. Mhm. Und 5 Gelb gibt es nur ein Feld. Also dann, nachdem irgendjemand da gebaut hat, müsste man dann auch was daran ändern. Mhm. Gut, dass ich das darauf hingewiesen habe. Ich weiß es nicht. Ist alles kompliziert. Mhm. Warum wird das weniger stabil? Wieso ist das alles kompliziert? Mach dir doch bitte einfach keine Gedanken um deinen Akku. Weil die Ladeelektronik deines Akkus defekt ist. Das kann nicht sein. Ach so, meine Bevölkerung? Der gestern auch nicht erhöhen, ne? Das hatten wir noch nicht gemacht, oder? Hä? Bevölkerung erhöhen. Du hast deine Bevölkerung nicht erhöht, um viel. Genau, damit kannst du die aufdecken. Das ist ja nur für mich jetzt. Nur für dich. Ist es dann vielleicht nicht doch so, dass die offen da liegen? Und man nein, sie würden jetzt erst nachgezogen werden. Nicht so schnell. Okay. Man muss auch mit den kleinen Dingen zufrieden sein. Ich nehme eine 2. Ja. Die kommt aus dem dunklen Bereich. Ich muss hier hin. Eben hast du dich noch beschwert. Oh, da liegen ja nur dunkle und dann jetzt die helle da. Oh, komm. Wir gehen weiter ins Dunkle hinein. Komm, was darf ich hier einen Steinbruch setzen? Dann kriegst du das eine Gold. Dann krieg ich das eine Gold und erhöhe die Produktionskapazität von dem. Oh nein, das hatte ich gar nicht im neuen Auftrag hier. Ach, jetzt erst. Oh. Ah. Was? Hopp, hopp, hopp. Welchen soll ich behalten? Den da. Ach ja, ich habe 2. Mhm. Und jetzt ist die Millie dran. Hm. Ich habe schon 2. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich würde gern bauen. Na, dann bau doch. Ich bau in mit einer gelben 5. Ja. Eine gelbe helle 5. Eine gelbe helle 5. Und meine Zufriedenheit muss auch um 1 runter. Ne? Was kriege ich da jetzt? Da kriegst du 2 Papyrus. Ja. Und deine Papyrus-Lagerkapazität geht auch um 2 nach oben. Also 2 Papyrus kriege ich auch noch. Und du verlierst eine Zufriedenheit. Ja, wegen mir. Weil die Leute ja arbeiten müssen. Da bin ich auch unzufrieden. Eine hast du schon gemacht, oder? Anscheinend. Ich stand vorher auf 2. Gut. Ja. Hat das der Arne schon gemacht? Was denn? Das, ja, das war. Ja. Ja. Das warst du. Ja, das, ja. Gut, dann bin ich ja dran. Dann bist du dran. Schnelles Spiel. Nee, das war so schnell. TikTok. Immer noch ein heiteres Spiel für die gesamte ägyptische Familie. Warum kriegen hier jetzt eigentlich keine Würfel? Weil er alle weggekauft wurden und nicht nachgelegt wird. Richtig. Und nur im Schatten nachgelegt wird. Mhm. War das auch ein. Achso, da im Schatten. Ja. Deswegen kann man jetzt. Schattig, nicht dunkel. Das wäre doof. Ja. Ja? Nee, das kann ich nicht machen. Ja? Das ist echt kacke. Das ist echt kacke. Irgendwie. Was? Wieso? Warum? Weshalb? Wird hier alles nichts mehr. Es ist aber auch verzwickt. Ja. Wie gesagt, es ist doch sehr verzahnt. Einfacher als Trismegistus. Mhm, das spricht nicht zwingend für Trismegistus. Und Trismegistus mag Jasmin eigentlich auch zum Spielen. Und da musst du ja noch, gut, das haben wir auch noch nie gestreamt. Da denkt man doch nah und nah. Also Jasmin denkt nach. Und du machst deinen Spielzug und dann denkt Jasmin wieder nach. Genau, genau. Das ist. Mhm. Ich nehme den da. Den 5er? Ja. Und mache aber eine 1 draus. Ja? Wie? Du machst aus dem 5er eine 1. Gib 2 Schreiberlinge ab. Habe ich gemacht. 2 Schreiber hast du abgegeben. Mhm. Aber. Weil sie die da vorne haben wollte.
Okay. Weil sie nicht so dunkel sein wollte. Kein Papyrus. Obwohl. Ich hatte ja nur einen. Wo schiebe ich denn den Kleinen warte weiter? Den Kleinen? Ja. Da. Genau, dann ganz einfach. Drei gewesen. Bibo. Und ich habe ja noch ein Gold. Kann ich ja so machen. Dann kriege ich noch einen. Das kriege ich noch einen. Ja, jetzt hat es aus der. Aber auch dann wieder zurücknehmen auf eine 5, ne? Das ist eine. Nee, ist das jetzt eine 3? Jetzt ist eine 3. Du musst ja voll. Holzauge, sei wachsam. Ja, sei mal wachsam, du Holzauge. Was ist denn Bast? Wo ist Bastet? Da ist Bastet. Wachsam, Holzauge. Ja. Dreck mal. Mhm. Ich hab noch den Augen. Unterm Tisch wurde auch schon einmal jetzt zugetreten. Sehr latente Gewaltbereitschaft. Mhm. Wo ist das denn? Ich finde das voll schwierig, immer noch zu gucken, was hier wo ist. Es ist doch total simpel. Ja. Einfach gar nicht auf diese Was Karten. Was ist ein Segen? Ein Segen? Ist das das hier? Ja. Gut. Dann ziehst du eine Karte nach. Ja. Und der Jan ist dran. Ja, ich mache hier 3, zack, 2, ich baue ein Häuschen. Fertig. Da muss ich Brot bezahlen. Ich bezahle 2 Brot. 1, 2. Ich baue mein Häuschen nach. Hier, schwupp. Dann kriege ich laut dieser Tabelle hier, flupp, einmal eine Ressourcen, ein Glauben, ein schwarzes, ein das, ein Glauben, ein weißes und ein schwarzes. Gucken wir auch, dass der Jan nicht zu viele Ressourcen hat. So. Guckt da jemand danach? Naja, nein, das ist nur seine Produktionskapazität. Er kann schon hier mehr. Du kannst so viel haben, wie du willst. Nur das habe ich einem doch vorhin gefragt. Das und haben dann wir fünfmal schon beantwortet. Die Kapazität ist generell oder nein, was du mit einmal produzieren kannst. Gut. Richtig. So, dann habe ich den dahin gemacht. Dann habe ich das. Nicht. Dann kriege ich 3 Siegpunkte pro Säule. Und das ist ein altes Brot. Mhm. 20. Und ich erhöhe meine. Ich habe leider nichts mehr zu trinken. Erhöhe meine Bevölkerung mal um 3. Ich werde jetzt, bis wir dieses Spiel durchgespielt haben, dursten. Nicht, ja. Dursten. Also keine. Nö, ich habe hier nichts mehr. Alles gut, ich bin ganz entspannt. Ich bin fertig, Arne. Ja. Okay. Oh. Ich setze meinen Schreiber ein, nehme diesen hier, mache da eine 4 draus. Ganz cool. Zack, und produziere mal 4 von denen. 1, 2, 3, 4. Davon geht einer leider flöten. Ich stelle sie mal hier. Mhm. Ach, du bist so lieb, du holst dem Arne was zu trinken. Ja, wenn der schon mal einen schnellen Zug macht, muss das auch positiv verstärkt werden. Tut mir leid. So sehr. So sehr hat sich das jetzt gerade nicht gelohnt. Warum gebe ich den aus? Wenn ich das mache, kommen da noch 2 mehr rein. Ich habe aber hier 2 Punkte mehr und ich spare den Schreiber. Arschleckend, ich mache das nicht. Ich setze den Schreiber nicht ein. Dann nehme ich die Cola wieder weg. Prost. Hey. Ja, genau. Mann, hallo Umbelinchen. Hallo. Wir haben uns heute, glaube ich, noch nicht. Gehallo. Ich halte dir mal das Glas fest, während du einschenkst. Nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber sicher ist sicher. Aber wir haben festgestellt, bei Familie geht es feucht zu. Wieso kriegst du eigentlich Kisten und ich nicht? Wie viel hast du schon? Wie viele Punkte? Ich habe dich jetzt, glaube ich, 11.500. Ach, Gott sei Dank. Ich habe dich fast eingeholt. Mhm. Ich hätte dich schon eingeholt, wenn ich nicht immer wieder den Brettspiel-Gag auslösen würde, den ihr unverschämt teuer gemacht habt, nur damit ich ihn auslösen muss. Das hat keiner von dir verlangt, dass du. Wo hast. Wir übrigens vom Brettspiel-Gag reden. Hast du deinen Zug fertig gemacht? Ja, habe ich. Dann ist Melli dran. Dann darf ich ihn was reden. Ist denn der Brettspiel-Cake? Ich möchte das nicht schon wieder. Ich habe zum Beispiel keinen Kuchen, den ich essen könnte. Ich habe gerade Kekse eingelöst. Ja. So, wenn ich jetzt da die 6... Oh, Kekse! Danke. Das kriege ich aber nicht, wenn es kein weißer Würfel ist. Das kriegst du immer, weil das ist der Standardwürfel. Symbol für Würfel. Würfel, Symbol für Würfel, okay. Du hast heute Internetprobleme, das ist schlecht. Nimm das. So, ich hab Internet. Ich hab Internet. Und sag mal, das Krönchen heißt doch, dass wir auch von dir ein Abo gekriegt haben.
Rot. Das ist neu. Kann das sein, dass dieses Krönchen neu ist? In diesem Fall vielen Dank. Rot. Da. Was denn? So, ist das, wird das abgegeben? Ja. Ah ja. Mhm. Manny macht auch nicht wieder alles zurück. Ist ja nicht ich. Rot. Dann kriege ich eine Ressource, das heißt ein schwarzes, ein Brot, ein schwarzes, ein Brot, ein schwarzes, ein Papyrus, ein Marmor. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Das ist das. Ich kriege aber einen Punkt. Danke, Blessings for you, 82. Nein, 3 Punkte, weil das meine Säule ist. Ja. Okay. 3 Punkte? Ich möchte hier einfach mal 3 Punkte mal meine eigene Säule. Ja, ja. Und kriege 6 Bevölkerung. 6 Bevölkerung. Mhm. Du bist orange. Ich möchte hier auch einfach mal einen Tweet raushauen, der ging für Paleo, was wir vorhin gespielt haben. Oder vorhin. Her. Und das hat leider schon. Also es ist auf jeden Fall toll, wenn du gespendet hast, egal ob du das bei uns oder richtig, bei der Offensive machst. Das ist. Und zwar heißt der Tweet. Spenden ist immer gut. Für uns war, für Hans und Paleo. Danke für euren Stream. Hat mir sehr viel Lust auf das Spiel gemacht. Hat Sven Hermann geschrieben. Danke, Sven Hermann. Ja. Ich mache aus diesem Würfel einen schwarzen Würfel. Ja. 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 Dann kriege ich ein Gold, weil ich einen Segen benutzt habe. Ja. Das finden wir nicht gut, aber ja. Ja. Genau. Und dann platziere ich auch das schwarze Dingens. Das andere Dingens. Das da. Oh, das ist aber lieb. Das da. Dann geht das 2 hoch und ich krieg 2 Steine. Alles Dankeschön. Lieb. Dass wir im November ein Abo kriegen von Muppelinchen. Das ist super lieb, ja. Wenn wir Arne und Melli noch leiden können, streamen die auch mit. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Das könnte sich heute Abend durch die sidirische Konfluenz noch... Ich möchte mal betonen, dass ich meinen Zug beendet habe in Rekordzeit. Ja, das ist gut. Und noch mit Umbelinchen dabei geredet habe. Das ist gut, denn du warst der Letzte. Ja. Ja. Das heißt, wir haben alle 4 Würfel. Wir haben also, dreht die Drehscheibe um einen Abschnitt im Uhrzeigersinn. Ja. Ja. Falls ihr 4 Würfel habt, führt ihr sofort eine Mat-Phase durch. Mat. Bestimmt die Balance eurer Waage. 10. Mäßig. 10. Darf hier zu wenig? Dann hätte ich Glück. 1 gewinnen. Das wird einfach hier hingelegt. 2 genau. Zu 2 auf dunkel. Genau. Ich kriege 0. Das dürfte 1 zu wenig sein, ne? Da ist 10. Oh, da ist 9. Ich bin. Welche Seite? Oh, da kommt noch ein Brett. Da kommen nochmal Cookies. Und danke für das Abo. Danke für das Abo. Vielen Dank. Ich werde auch die Anleitung jetzt in diesem Stream nicht mehr knicken. Kannst du den Glauben da mal? Ja, genau, mein Glauben kommt auch nicht so weit. Zack. Richtig, ich könnte ja auch noch Glauben raushauen. Ha! Ach, den hast du schon. Ja, ich kann noch Glauben raushauen, richtig. Dann bin ich nur bei minus 1. Und auch noch gleich den Follow hinterher vom Echsenkönig. Möchtest du das tun? Möchtest du das tun? Ja, habe ich. Gut. So, versetzt eure Matmarker, um die Balance anzuzeigen. Ja. Weil ich möchte dir ja nur sagen, dass du den Teil zwischen uns beiden sowieso gebrochen hättest. Ja, aber jetzt breche ich auch noch den zu Millie. Ah, okay. So, okay. Das. Hat einer die Punkte mit. Verloren? Nein. Bestimmt eine neue Zugreihenfolge. Ja. Falls der Fall auf dem. Das ist nicht der Fall. Die Würfel kommen jetzt alle wieder hier rein. Weil der ist jetzt leer. Wir könnten jetzt nichts nachziehen. Entfernt alles von euren Wagen und legt eure unbenutzten Glaubensmarker, also man sollte sie auch raushauen, in den Vorder zurück. Achso. Okay, man kann die also getrost wirklich raushauen. Ja. Dann habe ich legt auf jeden eure Fall Schicksalskarten zurück. Schicksal. Wählt neue Karten in Reihenfolge auf. Ich nehme diesmal hier ein Gold. Zack. Ja, dann. Ich nehme einen. Ja, also, das klang genau so wie eben. Ich habe am längsten Zeit nachzudenken. Der Glaube hat mir eben. Ich nehme einen kleinen Schritt. Ich wäre schon ein bisschen populär. Hast du dir vorhin 2 oder nur 1 davon? Ich habe 1 davon genommen. Das oder das. Das alles kommt jetzt auch hier wieder
Das kommt alles weg. Also, habt ihr das schon gesagt? Ja, Warte mal, ich habe auch eine Bevölkerung verloren. Entfernt alle von euren Wagen, unbenutzter Glaube und alles, was du da hast, kommt weg. Sehr schön. Dann gehen wir weiter mit Schritt 3 der Rotation. Füg den schattigen Abschnitten 4 Würfel hinzu. Vielleicht, wie viel brauchen wir insgesamt? 8. Ey! Entschuldigung! Die Würfel müssen hier nicht so rollen. Welcher schattige Bereich ist das? Dieser. Nee, da. Der war vorher aber nicht schattig, ne? Wir müssen alles wieder anpassen. So. Ja. Ja. Gut, lassen wir gucken. Also schattig, weiß ist verdorben. Weiß ist verdorben, genau. Ja, schwarz ist verdorben. Gelb ist toll und braun ist auch toll. Gut, dann haben wir diesen schattigen Bereich. Dann braun ist toll, hast du gesagt. Ja, gelb die weiße ist toll. Die weiße 1 ist verdorben. Weiß und schwarz verdorben. Weiß und schwarz gelb, verdorben. Toll. So, und im dunklen Bereich ist das weiß ich, der ist da. Braun im Dunkeln ist bestimmt verdorben. Braun im Dunkeln ist verdorben. Gut, dann. Passt das so? Passt das den, so. Genau, den habe ich gerade. Der ist schattig. Das heißt, der dunkle ist. Das, im sonnigen Bereich ist weiß toll. Ja, aber das ist nicht. Ach doch, das ist jetzt sonnig, genau. Ah, das ist jetzt sonnig. Hallo Marzi. Das Weiße ist verdorben. Braun ist verdorben. Wann müssen wir die bezahlen? Im sonnigen Bereich. Ist nicht verfügbar. Ja, wann müssen wir die denn bezahlen? Gut. Die müssen wir erst bezahlen bei der Wertung. Okay, Müssen wir die bezahlen? Bei der Wertung. Sobald der jetzt hier dort steht. Hier findet eine Wertung statt. Da erst. Na dann. Dann hat man ja noch genug Zeit. Ist ja ewig quasi. Hast du deinen Zug schon gemacht? Nein, ich mache jetzt gerade meinen Zug. Und zwar mache ich den hier. Ich könnte jetzt losgehen und einen Kuchen holen quasi. Zack, ich baue mit der 3 Hell. Allerdings ist es auch schon 18 Uhr. Mit der 3 Hell. Vielleicht als Nachtisch. Ja, das weiß ich noch nicht, ne? Mit der 3 Hell. Wie viele Kartoffeln wir essen. Bauen wir eine Säule. Die muss man auch noch irgendwann aufsetzen. 1, 2, 3, 4. Naja, vielleicht so in einer halben Stunde? Ja, 4 schwarze. Fertig. Schnelles Spiel. Ahne. Ja, immer geht Kuchen nicht. Aber oft. Immer öfter. Ich nehme diese 6. Und da. Für die Linkskarten. Aus dem hellen Bereich. Und möchte. Um deine Zufriedenheit zu erhöhen. Hier das. 1, 2 und ein beliebiges. Dann nehmen wir den noch um 1 hoch. Aber mit Eis geht nur warmer Kuchen. Und ich ja gerne noch mal in den Ofen stellen. Muss ja, aber nicht der Bananenkuchen. Aber so ein geiler, heißer Schoko-Brownie mit Vanilleeis oben drüber. Milli. Ah ja. Wenn ich da jetzt die 6 Brownie nehme. Ist es doof, dass beim Burger King gibt es ja auch Brownies mit Eis. Und die Eismaschine immer kaputt. Geht der um 6 Schritte nach vorne. Aber vielleicht ist es auch nur drauf, auf der Eismaschine, damit die Leute sagen können, oh, den will ich haben, damit sie deswegen extra hinfahren und immer Eismaschine kaputt. Das müsste aber sagen. Du meinst, es gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Es gab eine Zeit lang wirklich ein Jahr lang, da war egal ob McDonald's oder Burger King. Die Eismaschine kaputt. Du bist hin, ja, ich möchte Eismaschine kaputt. Sollen bauen immer noch nicht. Eine ganz schlimme Zeit war dann auch irgendwo mal 2-3 Jahre am Stück, da müssen die wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit der Eismaschine an sich gehabt haben, der Fabrikant. Weil da habe ich in keine McDonald's Eis bekommen. Eismaschine kaputt. Ich diese 6. Also nie, also ich meine, warum sollte man zu McDonald's und oder Burger King gehen und dort ein Eis holen? Ich möchte jetzt gerade sagen, Manny macht da diese tolle Aktion hier. Ja. Meine Statue steht da. Da steht ein Stau von mir. Da nehme ich noch ein Fazit. Nichts ist, ja, kriege ich da nichts. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Flup. Was hast du gekriegt? Einen schwarzen. Ach, früher oder später musste jemand Bastet wählen. Ich sehe noch nicht. Ihr so wurdet jetzt also so richtig gebastet. Genau. Eismaschine gereinigt, das ist. Ja, gut. Eismaschine reinigen ist ja nur auslecken. Der Praktikant einmal die Eismaschine auslecken. Ähnlich wie beim Sprit absaugen. Du musst es ausspucken mit Slot. Oh, bitte.
Und das ist der Grund, warum Jan nicht mit Lebensmitteln arbeiten darf. Und Melly ihren eigenen Kuchen mitbringt, deswegen. Wenn ich jetzt... Die Frage ist, ah, guck mal, wir stehen wieder, Schatzlein. Aber du kannst es mal machen. Also wir stehen gerade... Wer steht? Du? Ich stehe. Wir stehen. Nee, du, genau. Vor allem bist du irgendwie gar nicht im Bild. Was, er ist nicht im Bild? Nee, lass das. Finde ich, ist ein sehr angenehmes Bild. Ist immer noch der obere oder hast du die andersrum reingesteckt? Der dünnere? Ja. Ist der von der Webcam. Der, den ich jetzt rausziehen muss. Ja. Gut. Zack. Zack. Dann geht der rein. So, aber es war natürlich jetzt ein Problem, weil Jasmin hat ja gerade ihren Zug. Überdacht. Wir müssen nur noch so einbringen, kleine technische Probleme. Irgendwie nur so. Das Thinking. So. Das geht doch. Da bin ich wieder da. Wie aus dem Nichts werde ich gleich auftauchen. Arne guckt schon. Oh, gleich fest. Ich denke immer noch. Trink erst aus, bevor du lachst. Wenn ich jetzt die 1 da nehme, kann ich die Säule aber hinbauen, wo ich will, der oder? Fernseher hängt Statue. Sehr weit hinterm Live-Bild. Die Statue ja, also. Kann ich bauen, wo ich will. Ich baue eine Statue mit der 1, der braun. Ja, dann baust du bei dem hier. Wenn sich Melly in der Zwischenzeit überhaupt nicht bewegt also, hätte, würde ich einfach nur in Jan auftauchen. Wieso? 1 baust du auf diesem Feld. Automatisch. Ja. Warum? Jetzt, ich mit jetzt ist das Feld baut. Okay, jetzt ist die Kamera weg. Jetzt wo ist Jan wieder da. Dann... Magic! Ja. Nee. Mit der 1 baust du hier. Warum? Weil wenn du eine 1 nimmst, dann baust du hier. Da. Warum? Was? Wenn du Bohne 1 nimmst? Zu Ehren eines Gottes oder für das Volk? Genau, ja. Für das Volk kannst du hier oder hier bauen. Ja, ich muss nicht da bauen. Nee, ich habe nur gesagt, mit der 1 baust du hier. Nein, baue ich nicht. Nein, deine Aussage war, kann ich überall bauen? Nein, habe ich nicht. Du hast gesagt, ich baue mit einer 1 da, aber das ist ja nicht korrekt. Ja, Jasmin ist ein bisschen angepisst. Ja, weil er mir gerade mein Übungsglück kaputt aber macht. Was bekomme ich nochmal, wenn ich da was habe? Eine Statue, außer dem Gold? Auch nochmal so für eine Statue kriegst du... Auch nochmal so die Bonusreihe? Nein. Nein? Wo was? Nur das Gold. Ja, toll. Möglich. Ja, glaube ich. Du warst noch nie in einem, doch, Milchschick oder Milchschick. Kannst du mir meine Frage beantworten? Ich kriege nur das Gold. Du kriegst nichts. Du kriegst nur für die Gebäude, kriegst du das. Weil das ist nur für Gebäude. Hier, zack. Das will ich. Das gibt's für die Säulen nachher. Das gibt's nachher für die Säulen. Aber wir sind ja Säulen. Da gibt's was übrig. Eine Statue für Stichpunkte für Haus und Säule. Für jedes, genau, ein Siegpunkt für jedes eigene Haus oder Säule. Und da würde ich oder Statue. Zwei oder drei Siegpunkte, Säule mal eigene Häuser in der Zeile oder Spalte. Wenn du hier eine Säule, eine Statue stehen hast. Das ist eine Antwort auf meine Frage. Ach, das sind alles selbst erklärt. Genau. Flup. Flup, flup. Fertig. Und der Jan ist dran. Ich hatte 2. Ich musste das mal mit abgeben. Und ich bin dran. Ich möchte das weitermachen. Und ich brauche meinen Würfel noch. Den hat mir noch keiner gegeben. Deinen Würfel? Mhm. Ja. Wo ist dein Würfel? Vielleicht immer noch die braune 1, mit der ich gebaut habe. Ah, die? Ja. Ach, das doch. Ja. Bitte. Danke. Ich nehme eine... Ich bin immer geneigt, das auf das braune Feld zu stellen. Ich nehme eine... Eine 1. Eine solche 1. Ja. Die ist verdorben. Ja. Kriegst du den Bonus auch, wenn du es selber machst? Ja. Ich gebe 2 Papyrus ab. Ein Papyrus, 2 Papyrus. Drehe meine Zufriedenheit um 1 nach oben. Sind nicht so tolle Gedichte, die ich schreibe, aber ich kriege 2 Schreiberlinge. Genau. Ja. Waren vor allem nicht so lange Schreiber, Gedichte, du hast noch Schreiber übrig. Immer meine Säule. Mann. Dann stell es auch noch falsch rum hin. Die Säule eines Mannes, der heißt Johannes. Dann ist der andere dran. Ist der andere dran. Schnell dazu. Ja. Oh, du hast die Quacksalber gerade gespielt. Mit der Erweiterung oder... Was ist das für eine Frage, wenn wir ein Vormuster hatten? Ach so, vielleicht hast du es online gespielt. Online gespielt. Na dann, auch nicht mit.
Aber auf alle Fälle. Du darfst nicht sägerwischen seufzen. Nicht da gucken. Ich guck auf mein Tableau. Ja, mit meinem linken Auge. Ja. Ja. Immer noch ein schnelles Spiel. Nein. Ich nehme diese vier. Nee, den Button für schlechte Witze, den wird es irgendwann noch geben. Und wenn du willst, kann ich gerne nochmal so Channel Points hier, schlechter Witz. Hey, ja, ich nehme die 6 und gebe mir zwei Papyrus ab. Lustig, ja. Um wieder weiter das 6 Stunden zu gehen. Genau, hier gibt es nur lustig. Weil hier gibt es nur gute Witze. Ich habe verstanden, nachher die Hütchen sehr gut. Sind die gut? Ja. Ja. Siegpunkte mal Hütchen. Das sind schon 6 Punkte. Noch ein lustig hinterher. Ja. Genau. Ich bin immer. Genau. Schmeißt doch alle mal lustig. Ich nehme die weiße 5 da. Ja. Bitteschön. Und stelle ein Häuschen dahin. Mhm. Damit geht weiß 2 hoch und ich bekomme 2 weiß. Du möchtest doch deine Zufriedenheit senken? Ja. Wieso bekommst du 2 weiß? Ja, ist der Stand. Mhm. Warum? Jetzt die kommt bekommt man auch. Die ja. Hui! Jan ist dran. Hui, aber dann kriege ich noch ein weißes, ein schwarzes und 2 weiße. Das hast du bestimmt gekriegt. Nein! Nein, hat er nicht gekriegt, weil er so reagiert. Wieso kriegt man die? Weil das da steht. Warum? Das, ja, das steht da nicht. Doch. Das habe ich sogar erklärt. Ja, mehrfach. Ich höre dir doch nicht zu. Was kriegst du dann noch? Oder war das jetzt? Das war's. Wir behaupten einfach. Nee, ich bin nicht dran. Denn. Wir haben alle 2 Würfel genommen. Ja, alle 2 Würfel genommen. Und im schattlichen Bereich den so, wir sind 8 Würfel? Ja, jeweils 4. Weil wir 4 Spieler sind. Gut, das ist da. Gelb ist da. Toll. Was mache ich denn mit Brot, das ich nicht habe? Braun ist auch toll, Schatzi. Braun ist auch toll. Mhm. Das ist da und die sind auf alle Fälle. Die sind auf alle Fälle. Der hat sich geändert und der. Der ist jetzt schattig. Der ist da. Der ist dunkel. Der ist toll. Schwarz ist toll im dunklen Bereich, genau. Ja. Gelb ist nix. Braun. Gelb ist nix. Gelb ist nix. Ach, gelb ist nichts. Braun und grau sind schlecht. Mhm. Genau. Und im hellen Bereich. Habe ich schon gemacht, der Weiße und toll. Die. Und grau ist. Irgendwann hat man es dann auch drin, ne? Nee. Nur dass da so nee. Passt. Aber das erstmal zu verstehen, dass man die verschickt. Und das war auch in der Anleitung, stand ich drin. Da stand irgendwo. Jetzt bist du dran. Bau das mit in die Schattigen und Blabereiche. Und dann guckst du in Punkt 5. Mhm. Und was ist das? Ne? Mhm. Ich bin dran. Ist ja ein schnelles Spiel. Ich setze hier ein, meinen gebauten hier flupp. Den da. Anubis wollte ich machen. Anubis, befreie mich von diesem Buß. Was willst du? Ich gebe 2 Anubis aus, 2 Schreiber, ja. Um damit einen Würfel meiner Wahl zu nehmen. Wie ein Würfel denn aber an? Ach, das da. Diesen hier, eine 6. Was war das da? Ja. Ja. Eine 6. Schwarz. Nee, schwarz. Das ist eine tolle 6. Ja, diese schwarze 6, nutze ich, um eine beliebige Götteraktion zu machen, nämlich diese hier. Ja. Mhm. Packe also ein Häuschen nach da unten. Ja. Kriege dadurch 2 schwarze. Ja, Alter. 2 schwarze, die man daher kriegt. Mhm. Erhöhe meine Produktion in schwarz um 2. Ja. 1, 2. Und eine hier. Eine beliebige. Und weil es Anubis ist, zählt er ja nicht. Mhm. Und schon bin ich dran. So, bist du dran. 2 Schnell spielen. Hat er schon. Hast du schon. Ja, lässt sie sich von mir ergeben. Ich möchte. Was? Ja, so gut. Passt schon. Mach weiter. Ich möchte mit dieser 1 eine Aktion hier machen. Das heißt, ich würde hier in diesem Bereich bauen. Genau. Mhm. Oder irgendwo anders. Bereich bauen. Nein, ich möchte. Ich soll das Schwein bekommen. Warum denn das? Da bauen. Und das kostet mich 4. Wie effizient. Ich gehe mal in den Keller. So. Und habe jetzt diese Statue. Wunderbar. Ja. Was verliere ich, wenn ich am Ende kein Brot habe? Wenn du kein Brot hast, dann kriegst du. Kriegst Strafen.
Pingstrafen. Absolut. Dann verhungern Menschen nichts. Und du verlierst Bevölkerung vielleicht. Verliert 3 Siegpunkte für jedes Brot, das ihr nicht bezahlen könnt. Oh, das ist okay, mach das. Ich habe noch ein bisschen Gold. Die Leute können zur Not ein bisschen Gold essen. Damit können, können die sich Brot kaufen. Genau, damit können die sich Brot kaufen. Kommt doch nicht so. In einem anderen Land. Immer mit brauche ich nur eins. Ja. Und jetzt? Ja, nö. Genau, nö. Nö. Ja. Das kann ich nicht machen, weil ich kein Marmor. Das kann ich nicht machen, weil nicht genug kein Schwarz. Garnis, ja. Da gibt es keine Würfel mehr. Ja, ja. Da könnte ich hin. Ja. Mit einer 3. Das heißt, ich würde 2 Karten kriegen. Nur 2 Papyrus hättest du. Nur 2 Papyrus. Okay, einen würde ich ja kriegen, einen würde ich ja wieder kriegen. Ja, du musst sie erstmal haben. Also. Nicht. Ich komme noch mal wieder. Okay, man kann also auch freiwillig darauf verzichten, das zu bezahlen. Das ist toll. Wenn ich dir jetzt eingeben würde, aber ich kann diesen Würfel hier nehmen und mir 4 Papyrus geben lassen. Nein. Ja, wenn du Kapazität für 4 Papyrus hast, dann kannst du dir die geben lassen. Dann kannst du dir 4 Papyrus geben. Ich muss das Brot nicht abgeben. Hier. Was? Für was? Nicht bezahlen können oder wollen. Du musst es nicht abgeben. Oder wollen. Ich will nicht. Ihr seid 3 Minuspunkte. Okay. Also wir fühlen uns vollkommen wie auf der Messe, weil wir sind gerädert wie auf der Messe. Das stimmt. Das ist so langsam. Ich muss ähnlich früh aufstehen? Nee, stimmt nicht. Früher. Wir stehen meistens früher auf. Ja? Ja. Deutlich. Hat da jemand eine Aktion gemacht? Nein, er hat einen Würfel genommen. Den Würfel genommen reicht. Ja. Es reicht, sie muss die Aktion... Nein, wenn sie die Aktion... Ah, nee, die Gott-Aktion macht. Ja, hat sie nicht gemacht. Ja, leider. Hat sie nicht gemacht. Also es gibt schon einige Sachen, die sind ähnlich. Wo würde ich denn sehr ungewöhnlich ist die Tatsache, dass ich hier tatsächlich spiele. Das passiert sonst nicht. Ganz selten. Vielleicht am Sonntag, Samstag zur Hälfte. Ja. Also da kann ich wirklich sagen, Ressenlicht bei uns. Wir fahren auf der Messe fahren wir. Wie viel soll ich da reinschmeißen? Die Hälfte des Sackes? Das reicht vollkommen. Okay. Auf der Messe fangen Jasmin und ich schon, also für uns beginnt die Messe schon am Mittwoch um 11 Uhr. Ja. Und dann klappern wir auch schon am Mittwoch ganz viele Pressetermine ab. Und meistens endet die Messe für uns dann so Samstag, mittags, nachmittags. Also pressetechnisch, das heißt, wir sind wirklich von Mittwoch bis Samstag an einem Pressetermin nach dem anderen. Und dann kommen wir vielleicht mal so samstags Nachmittag und den Sonntag. Mal so über die Messe schlurfen und mal gucken. Oder was hätte es denn gegeben, wenn man Zeit gehabt hätte? Natürlich bei einigen Sachen, wenn wir von A nach B laufen, haben wir schon nochmal am Donnerstag so ein bisschen Zeit oder auch am Mittwoch nutzen wir das, obwohl es nicht gern gesehen ist. Rätsel-Exemplare holen wir natürlich ab und so weiter und so fort. Aber auch einfach mal schauen, was es an den Ständen schon gibt, damit man weiß, wo man am Donnerstag morgen dann hinlaufen muss. Ja, aber was für ein Plättchen? Was für ein Plättchen. Möglicherweise die 6, für die ich gerade 3 weiße und ein Gold bezahlt habe. Was denn für eine 6? Nein, ich habe die 6 schon hier. Und von wo hast du sie genommen? Na. Von da. Du möchtest dieses Plättchen. Ja. Sag das doch. Das ist doch gut. Und vor allen Dingen kriege ich hier dann sowas. Genau, muss mir keine großen Gedanken darum machen. 3. Krieg hier nochmal 3. Das ist schön. Ich kann es bauen, wo ich will. Du kannst bauen, wo du willst. Richtig. Gut. Ja, ja. Ja, kann schnell passieren, ne? Dann kriege ich 2 Steine. Zwei schwarze Steine. Zwei schwarze Steine, ja, die kriegst du wieder. Heute nach Feierabend, siderische Konfluenz, Handel und Wandel im Elysium-Sektor. Und dann genau. Steht sogar inzwischen offiziell, glaube ich, in unserem genau. Programm. Warte, ich krieg noch, da muss noch eine Säule drauf. Ja. Und dann kriege ich da auch noch was. Richtig, dann kriegst du da noch Weil was. Weil du immer was kriegst, egal. Ah, nee, die 2 Gold kriege ich nicht, das passt nicht. Wenn ja, das passt nicht. Das Gold kriege ich nicht. Nee. Aber Punkte kriege ich. Genau. Du kriegst, du hast eine Säule gebaut, da. Siegpunkt mal Gebäude. 1. Wir hoffen, dass wir gegen 19 Uhr fertig sind, dass wir noch ein bisschen Zeit zum Abendessen haben, aber es wird wohl eher 19:30 Uhr sein, bis wir hier fertig sind, wenn ich mir das so anschaue.
Jetzt der Jan dran. Ich komme. Ja, wir sind noch nicht mal bei der ersten Wertung. Genau. Von daher, aber klar, uns sind 30. Gleich. Genau. Mhm. Wir haben jetzt 3 Würfel. Das ist die letzte. Dann nicht Platz auf dem. Ja, wir. Aber. Genau, das wird ja abgeräumt. Das ist. Schiebt das einmal so. Und bei 4 Leuten sollte es reichen bei der siderischen Konferenz. Das werden wir sehen. Genau. Das dicke Objektiv ist dran. Genau. Das wird schon irgendwie gehen. Dann bin ich dran. Genau, der Jan ist dran. Mhm. Der Jan ist dran. Ich möchte, glaube was. Haben wir irgendwo eine 2? Nee, eine 2 haben wir nicht. Das ist ja doof, dass wir keine 2 haben. Mhm. Dann werden wir wahrscheinlich mit einer 4? Nee. Mhm. Nee, mit einer 4. Doch, mit einer 4. Ja. Schon zugebaut. Wer hat das doch zugebaut? Das war ich. Ja, ist egal. Ja, jetzt bin ich echt mal überlegen. Thinker-Corner. Ja, wir gucken mal, wie viel Platz wir dann brauchen. Zur Not nehme ich die irgendwie. Irgendwie klappt das irgendwie, schon. Also, die kommen jetzt erstmal eine Weile. Wir kriegen sie direkt in der Konferenz hier auf den Tisch. Also das ist ein sehr, sehr großer Tisch. Sonst müssen wir hier noch ein bisschen extra Platz schaffen. Das Stream, der könnte zum Beispiel irgendwie weg. Nein, es nimmt ganz wenig Platz weg. Boah, ich bin jetzt echt. Hier, Arne kann die Hütte aufsetzen. Dann nehmen wir auf jeden Fall auch keinen Platz weg. Alle auf einmal! Da musst du sie kürzer tragen. Die Zeit verringert sich je nach Anzahl der Hütte. Hallo Hubifisch, Hallo, schöne Hubi. Grüße aus der Rhein-Neckar-Region zurück. In den Ruhrpott. In den Ruhrpott. Genau. Ich hab endlich mal einer wirklich aus dem Ruhrpott und nicht aus dem Münsterland. Doch, fast der Ruhrpott. Nein. Weißt du schon, was du machen wirst? Nehme den. Auf diese Weise mir diesen Würfel wegnehmen. Und produziere 3 Brot. Also ich hätte mir Bevölkerung nehmen können. 3 Brot. Fertig. Ah. Das stimmt. Gordon, ja. Das stimmt. Aber wir hatten gestern. Gordon kommt aus der Seele des Ruhrpotts. Das ist wahr. Also so, nee, eigentlich nicht. Aus dem Neckar-Repertoire. Aber jetzt hast du dich voll. Du hast den Krieg losgetreten. Yes. Ja, so toll gemacht. Oh nee, super. Ah, dann nehmen wir nochmal mit dir. Mein Schweinchen ist schon weg. Das macht nichts. Du bist dran. Ja, jetzt hast du den Dreierwürfel genommen, den ich eigentlich haben wollte. Ja. Ja, musst du neu denken. Passiert. Ja. Schade aber auch. Ja, dauert jetzt halt wieder eine Stunde. Ja. Ich brauch Brot. Gut. Hat man. Produzier welches. Nee, ja, muss welches produzieren. Gebe einen Schreiber aus, um aus dieser 1 eine 3 zu machen. Du kannst gar keine 3 Brot nehmen. Dann gebe ich den Schreiber halt nicht aus. Immer wenn ich den Schreiber aus und nehme mir ein Brot. Ein Brot. Nee. Also das. Aber nee. Du könntest nee, dir auch nee, zwei nee. Brot leisten. Das wäre besser für den Ausgleich. Ich nimmst du dir 2 Brot. Nein, alles ganz entspannt. Guck mal, ich hab doch hier ganz entspannt. Ja, ist ja gut. Nee, ich mache jetzt was ganz anderes. Oh. Ja, das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr. Jetzt müsst ihr noch länger warten. Also jetzt hat Arne extra lange gemacht, um den Hut der Schande noch rauszuzögern. Aber mach erstmal deinen Zug, ne? Ach so, warte. Welcher Hut der Schande? Ich erinnere mich an keinen Hut der Schande. Weiter. Ah. Ich nein. Doch. Alles gut. Ja, aber das würde ja nur dann was bringen, wenn ich da eigene hätte. Mhm. Das zu bauen würde nur dann Siegpunkte bringen, wenn ich da eigene Leute habe. Genau, das ist. Wenn ich da eigene Säulen habe. Eigene Säulen, richtig. Das ist ja doof. Ja. Aha. Ach so. Wenn es so weitergeht, wird irgendwann diese Szene aufgenommen für das Video-Dictionary, wenn man da guckt unter Denken oder Analyse-Paralyse. Ein anderthalb Stunden Dauer für 3 von diesen schwarzen Steinen. Wenn ich mal ganz viel Lust und Laune habe, schneide ich die auch zusammen. Best of Thinking bei Anne. Falls noch jemand anders mit einer 1 oder 2 wird. Hm. Genug. Ja. Ja.
Dann ja. nehme ich die graue 5 ja. bei dem Tod. Auf alle Fälle musst du deinen Fu aufwenden. 2, 3. Krieg aber einen wieder zurück, also zahle ich nur 2. Hattest sie aber, ja. Ja. Aber ja. Dann hast du dir 3 Karten. Und damit ist super. 3 Karten mit, oh Gott. Du bist ja hier, also 3 Punkte für jeden übrig erhaltenen Schreiber. Ja, nee. Am Ende des Spiels. Ja, ist klar. Dann. Ich versuche schon seit Runden meinen Schreiber sinnvoll auszugeben. Ich schaff's nicht. Wenn du eine Gottesaktion auf Bastet ausbringst, das ist sie hier. Eine Zufriedenheit. Wann immer du einen Horus-Bonus von einer Statue bekommst, erhalte einen Granit. Ja, was wäre das? Horus-Bonus ist. Von einer Statue, wenn du da so an Horus bist. Ja, das ist Horus und das ist dann der Horus-Bonus. Egal, wo die steht. Gut. Einmal Aktion, sobald du einen Würfel nimmst, drehen auf eine beliebige Seite. Das ist eine Technologie, wann immer du eine Gottesaktion Horus ausführst, erhalte verschiebt oder ein. Beziehungsweise, das steht natürlich nicht richtig drauf. Eigentlich müsste ja stehen Horus-Bonus, also Horus. Wann immer du einen. Bono. Wann immer du einen reinen Würfel nimmst, erhalte einen Siegpunkt. Ah, sobald du einen Würfel nimmst, behalte ich ihn. Nein, so, den kriegst ja 3 Stück. Also einmal ein Stück. Sobald du einen Würfel nimmst, behandle ihn so, als hätte er eine andere Farbe. Du darfst den Wert um 1 verändern. Sobald du einen Würfel nimmst, dreh ihn auf eine beliebige Seite wieder, so wie da. Wann immer du eine Ressource produzierst, du darfst den Wert des Würfels nur ordentlich verändern und erhältst eine zusätzliche Ressource. Das gleiche. Hast du was falsch erklärt? Führe eine Anubis-Aktion aus. Ja, stimmt, da wird Melli jetzt gleich sagen. Warte mal, bevor du deinen Zug machst. Warum? Sie ist schon dabei, den Zug zu machen. Sie wählt noch Karten aus. Ja. Jan schlägt gerade wieder irgendwelche Details nach, die ihm vorhin entfallen sind. Die mir jetzt so aus dem Buch sind. Warte mal. Gibt es ein Limit, wie viel man davon haben darf? Aber wenn er jetzt damit ankommt, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Bestimmt nicht. Weil du kriegst wirklich 3. Ich hatte irgendwie, bei solchen Sachen ist mir jetzt so ein, was ist, wenn du nur 3 aussuchen darfst? Nein. Und eine nimmst. Aber sind doch alle offen. Wieso solltest du dir 3 aufsuchen und dann 2 nachzulegen? Das war jetzt so. Und dann nehme ich das noch mit. Gucken wir mal, ob Twitter abgeht. Wir sind wie immer top forward. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, da bin ich dran. Gut, ich habe noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, machst du nicht. Das ist richtig. Ich wollte einen niedrigen würfeln, glaube ich. Was hätten wir denn da? Wir hätten das. Na, zur Auswahl. Aber ich habe keine Papyrus, um das zu machen. Ich sehe noch ein großes Problem und das muss ich schnell beheben. Na? Du hast was zu trinken. Ich könnte hier eine Karte nehmen. Cola. Aber ich will aber keine von dir Cola. Ich könnte hier eine Karte nehmen. Oh, der Herr möchte keine Cola. Ich könnte eine Karte nehmen. Da ist ja Zucker drin. Da trinkt man lieber das zuckerfreie Zeug. Also jetzt hier nicht zuckerfreie Getränke wie Wasser oder so. Nein, zuckerfreies Cola. Was? Du denkst. Nein, ich höre dir zu, wenn du redest. Das ist ein großes Problem. Wer ist denn noch dran? Ich? Ja, Jasmin, die den Zug nicht zu Ende kriegt. Belly Place ist, der musste jetzt mal überlegen. Ne? Er musste wirklich mal einmal kurz überlegen und hat sich dann die 3 Brot genommen. Diese Gecko-Finger, das ist immer wieder. Danke. Das gibt es ja nicht. Prost. Meinst du, es ziemlich heiß sein wird? Ja, weg. Musst du runter. Und zwar Echsen. Aber nicht spucken, ne? Echsen? Nee. Doch, auch Tee. Nicht. Heißen Tee, Echsen. Ja, ist klar. So, jetzt drehen wir wieder irgendwas. Ja. Genau. Jetzt kommt es aber auch zu einer Wertungsfrage. Doch mal. Oh ja, ich drehe. Rotation. Dreht um eine Blatt. Falls ihr 4 Würfel habt, ja. Führt ihr sofort eine Mat-Phase aus. Mhm. So, also die Mat-Phase. Bestimmt die Balance. Ich habe. -1. 5 positiv. 0. 5 positiv.
nicht so gut. Na doch, 5 positiv ist besser als 5 negativ. Das ist zwar wahr, aber... Ah, mein Gott, nee. Du hast dich zu sehr bemüht. Richtig. Leber. Benutzt euren Glauben, um Ungleichgewichte aus, sonst... Achso, das habe ich schon gemacht, so ganz nebenbei, ja. Aber ich habe auch noch 3 übrig. Verliert jetzt Richtung Dame, neue Zugreihenfolge. Oh, ich bin eins vorgerutscht. Dafür bin ich 1 abgerutscht. Zu sehr angestrengt. So, falls er auf einer niedrigsten Wert steht, das ist jetzt hier der Fall, findet eine Wertungsphase statt. Du hast einen lustigen Namen. Du hast was anderes gesagt vorhin als Wertungsphase. Wertungsphase. Hast du irgendwas gesagt, wie das heißt? Nein, die Mahdphase ist immer. Wir sind eigentlich in der Rotationsphase. Die uns in die Mahdphase, also Wasserfall, in die Mahdphase gebracht hat. Warte mal, ich hätte mal eine Frage. Aber nur eine. Die ist nicht zusätzlich, die ist einfach... Ah. Ich brauche das nicht abgeben dafür wahrscheinlich, für die Anubis-Aktion. Genau. Gut. Und jetzt sind wir von der Mahdphase in die Wertungsphase gekommen. Ja. Also rekursives Auflösen. Wertet die 4 Gebiete im Osiris-Bereich. Gut. 3 Punkte für Orange. Ui. 1, 2, 3. Ja. 3 Punkte für Hellblau, weil Gleichstand höher. Und höher. 3 Punkte für Rosa. Mhm. 3 Punkte für Rosa. Weil prinzipiell höher und 2 sogar schon. Ja, so als Overachiever. So. Was 2 sogar schon. Ja, das seht ihr so. Dann. Es gibt keinen Gleichstand, den er mit der Statue hätte auflösen müssen. Wertet die Tempelanlage. Flupp. Da. Erstens. Jede eigene Säule und jede eigene Statue ist ein Siegpunkt wert. Also jede eine? Nein. Nein, Jasmin kriegt 2. Ah. Aber sonst der Rest je einen. Ganz genau. Ich bestehe darauf. Da. Sollte man mal. Jede eigene Säule. Ach, Quatsch. Hier, genau, das ist ein Tippfehler in der Anleitung. Es ist nicht die Säule, es ist das Gebäude. Na gut, dann kriegt Rosa einen Punkt weniger. Richtig, Rosa kriegt einen Punkt weniger. Was? Weil du nur kein Gebäude hast, sondern nur eine Säule. Da ist ja auch gedruckt, Gebäude oder Statue. Die Spielerfarben bei Tick Kehinu, Arne findet sich total toll, weil es ist pink dabei. Genau, es ist pink dabei. Finde ich immer gut. Und blau ist auch dabei, also vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, hey, ist mit Orange auch zufrieden, der einzige, der ein bisschen ist. Nee, ich find's von der Wahl der Farben total toll, weil sie knallig im Boden sind. Schlimmer wäre jetzt hier solche Queen Games Sachen, so mit Sandfarben, braun, und dann siehst du hier gar nichts mehr. Kannst du sie nicht mit den Würfeln irgendwie, richtig, dass das meine Würfel, deine Würfel, sondern es ist komplett unterschiedlich. Sie sind vielleicht nicht ästhetisch schön, so, aber sehr kontrastreich. Jede eigene Säule in der Tempelanlage ist ein Siegpunkt wert für jedes eigene Gebäude und jede eigene Statue, die sich in der gleichen Reihe befindet. Also hier einen. Genau. Und lila einen. Ja. Und blau einen. Und blau einen. Und blau einen. Eigene Säulen. Ja, und du, eine Säule mal 0 Gebäude ergibt 0. Ja. Erhalte 1, 3, 6, 10, 21 Siegpunkte für die Statuen. Einen Siegpunkt für mich. Lila. Und einen für... Nein. Ich krieg 3. 3 also, für Rosa. Das ist nicht kumulativ, sondern ich krieg das Ganz hier genau, das Höchste. Ich hätte auch gern einen. Ich esse ein bisschen Gold und dann geben wir, 2 Brot. Und ich habe 2 Brot. Genau, eigene Säulen, eigene Gebäude, ganz genau. Das ist das, was jetzt hier... Das ist dieses Ausrufezeichen beim Spieler. Das waren nur 2. Deswegen auch Achtung, ne? Haben wir gemacht, weiter. Achtung! Er hatte 3 Siegpunkte für jedes Dreieck auf der Zufriedenheitsmarke erreicht hat. Zufriedenheitsmarke? Ja. Wie soll der denn so weit oben sein? Und warum? Reingeballert hat. Ja, 2 Sechsen. Ja, ist okay. 2 Sechsen. Ja, super. So, dann kriegt trotzdem kein anderer was. Nein. Nein. Erhaltet 2 Siegpunkte für jeden Produktionsmarker, der hier oben ist. Nein. Ja, da hätte ich gerne nochmal 2. Welcher Produktionsmarker? Und welche kommt da rein? Der hier oben. Also da. Welche? Rosa 2. Rosa 2. Erhaltet die abgebildeten Siegpunkte auf der Gebäudeleiste. Welche Gebäudeleiste? Komm erst hier hinten. Ah, okay. Siegpunkte. Ja. Guck mal, unten. Schieb die doch mal hoch. Alter!
Zahlt so viel Brot, wie ihr bezahlen müsst. Gold. Ja, ich nehme das mal ab und werfe das mal darüber. Jetzt springen wir wieder zurück in die Mahdphase. Entfernt alles von euren Wagen. Zack. Legt allein, legt alle Schicksalskarten auf. Ja. Haben wir ja schon gemacht, bis auf dich. Wählt neue Karten in Zugreihenfolge. Ja. 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 Bot, White, so. Ja. So. Das bin ich. 1, 2 oder 3 oder 0. 2. Nimm mal die Null. Ja, dann nehme ich mal die Null. Dann nimmst du mal die Null. Ja, und dann nehme ich einen Schreiber. Ein Gold hättest du gern. Ein Gold? Danke. Ja. Ich habe ein Gold. Ja. Ich hatte die ganze Zeit die Null. Und dann kommen wir in, mal ein Gold. Okay. In die Würfelphase. Das heißt, du würfelst. 8. Genau. Ja, naja, also 4 und 4. Ja. Immer noch. Und nicht hier reinwürfeln. So, wir können erstmal hier. Erstmal dafür. Genau. Pass doch erstmal kurz an. Ja, mach du. Wir können ja in den Zonen, wo du nicht würfelst. Ne? 3 im hellen Bereich. Kannst du mal bitte damit aufhören und wir machen erst das, wo Melli und gehen dann einmal so rum. Ja. Das sind die 4 neuen Würfel. Das ist der schattige Bereich. Das heißt. Der ist im Schattigen. Schattig ist gut. Nein, braun ist gut. Ja, den schieben wir da noch rein. Ist gut. Genau, so, ist gut. Fertig. Gesperrt ist nichts in der Stadt. In der Stadt. Und das waren das 4. Ja, du hast deine Säulen umgeworfen, jetzt hast du verloren. Grau ist. Der ist gut, der ist schlecht, der ist schlecht und die beiden sind gut. So. Und dann hat sich das geändert. Mhm. Das ist jetzt dunkel und da ist gelb nichts. Und es hat sich das geändert. Da ist das habe ich schon angepasst. Schlecht. Ja, habe ich schon angepasst. Passt. So, und dann kann ich mich jetzt zurückziehen. Und ich darf anfangen. Oh, ich mache jetzt meine Liga. Oh Gott. So viele Würfel. Ich gebe mir, kann mir mal einer das Schweine geben als Schande. Du hast das Schwein in der Hand. Ja, als Schande. Hat Anna seine Kuh aufgesetzt gehabt? Ja, ja, ich hätte meine Kuh aufgesetzt gehabt. Gibst du mir? Bitte. Du hast das Schwein in der Hand. Ja, nein, das sollst du einlösen. Oh, nee, Anne macht. Wieso ich? Okay, pass auf. Wer ja, Anne okay. denkt, nee, ich gebe mir das selber. Ich gebe mir das selber. Nein, ich mach schon. Gute Schande. Warum machen wir das jetzt nochmal? Wenn du letzter hast. Dann bin ich schüttelig. Ach so, ich war die ganze Zeit letzter. Nee, darum geht's nicht. Viel gute. Ja. Ich mach jetzt ein Schläfchen. Irgendwer im Grund drauf ein Pompyro. Oh, du bist so gemein. Und alles gemein. Wieso bin ich gemein? Weil du gemein bist. Nein, bin ich. Wieso? Was habe ich jetzt wieder getan? Ja, es gibt übrigens eine Frage im Chat, die ihr vielleicht beantworten solltet, weil ich schlafe ja. Ja, ein Schwein. Außer Arne. Das weil kann er machen, wenn er fertig ist mit seinem Zug. Ich habe meinen Zug fertig. Gut, dann erklär mal. Red Outpost fanden wir, also ich auf jeden Fall und ich glaube auch für Jan kann ich da sprechen, fanden wir richtig gut. Von meiner Seite wäre es von denen, die wir bisher gespielt haben, eins der Top 3. Ich würde den braunen richtig beim knackig, also ohne irgendwelche unnötigen Schnörkel. Du musstest ihn dann verringern. Schon ein bisschen gemein, weil man häufig in der Situation ist, dass man sich selbst wenig helfen kann, aber den anderen deutlich schaden kann. Das muss man abkönnen und von der Spieldauer ist es einfach wirklich angenehm kurz. Also mit einer Stunde ist man, glaube ich, auch inklusive Erklären gut dabei. Wenn man nicht die 6 nimmt. Material schön, Grafik schön. Thema ein bisschen abgespaced, aber irgendwie ganz nett und passt. Ja. Hol mir mal mein Klare Kabel. Empfehlung. Was? Mein Kabel für mein Handy, das ist gleich leer. Aber ich schlaf doch noch. Ich könnte dir meins verleihen und dann kannst du mal probieren, ob das tut. Genau, probier mal, ob es bei dir tut oder ansonsten ist dein Akku auch gleich kaputt. Ja. Irgendwie. Aber ja. Warum habe ich. Naja, sagt er bei dir auch kurz ins Laden? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte er sein? Oh ja, hast du. Ich habe ein Kabel. Melli hat mir es gegeben. Bei ihr probiere ich das mal. Genau, probieren wir mal was. Das ist kompliziert. Egal. Ich nehme jetzt den. Ja, eigentlich. Da. Was war das, wenn ich einen positiven, wenn immer du einen Basic, was das ja wäre, Hoffnungs erhalte 2 Siegpunkte. So, kann ich jetzt weiter schlafen? Eine Bevölkerung. Vielleicht.
Gebe das ab und krieg nochmal 3 Schritte. 37. 1, 2, 3 und damit kriege ich 1 Gold. Ja. Das muss dir von da drüben vom schlafenden Schwein gereicht werden, oder? Ja, ist alles gut, ich reich das rüber. Jan schläft. Ich bin ja froh, dass er nicht schnarcht. Ich habe kein Mittagsfeierbübchen heute gemacht wieder. Nee, schon 3 Tage nicht. Und alle 3 Tage bis 2 Uhr morgens Minimum wach. Regelnähernd. Was das heißt, ich darf... Hast du dafür heute mich für mich erledigt? Ab jetzt ist die Spiel, ja. Anubis heißt, ich kann eine beliebige Aktion machen, ne? Gerne raus. Ja. Yep. Mhm. Mhm. Ich starte jetzt immer neu. Bei der... Ja, kein Brot. Das ist blöd. Ja. Mhm. Jetzt wird es auch merklich ruhiger am Tisch, wenn ich nicht da bin. Bitte, bitte, bitte. Was machst du da eigentlich? Ich schlafe. Warum? Weil ich die 5 Minuten Schande nutze, um frisch und ausgeruht bei der sidirischen Konferenz wieder da zu sein. Siderisch. Mit Handel und Wandel im Elysium-Sektor. Ja, auch wenn wir über den Titel doch nochmal diskutieren müssen. Es ist ja nur die Lokalisierung des Originaltitels von WizKids. Originaltitels. Sidereal Confluence. Mhm. Und natürlich wird es so sein, dass die Leute dann auch Sidereal Confluence waren, aber es ist so cooler. Aber dann ist es Handel and Wandel in the Elysium-Sektor. Handel and Wandel. Oh Gott! Ah. Wo lag die gerade im verdorben? Krieg mal hier mein Schweinchen hin. Könntest du noch ein paar Mal gebrauchen. Warte mal, schattig ist verdorben, genau. Dann da. Das da und das da. Schnelles Spiel. Ja. Jan! Nee, ja, Jan. Ah, Mensch, nee, was mache ich denn? Ich habe ja gar keine Zeit gehabt nachzudenken. Mhm. Oh, okay. So, ich möchte was bauen. Und zwar möchte ich meine Bevölkerung erhöhen und nehme dazu... 4, 6, ja. Könnte auch die 6 nehmen. Hat er keinen Nachteil. Die 6. Ne? Die ist toll. Leg die mal auf deine tolle Waage. Toll, genau. Eine tolle 6. Legen wir nach dort. Dann baue ich ein Gebäude. Und zwar baue ich ein Gebäude da unten. Schwupp. Mit 2 Brot. Ein Gebäude. Zack. Dort. Das war Schritt 1. Das Bauen des Gebäudes. Schritt Nummer 2. Ich kriege von jeder Ressource. Ich kriege also einen Glauben noch. Ich kriege einen dort und ich kriege einen schwarzen da drüben. Danke. Ich kriege für jede Säule, die da ist, 3 Siegpunkte. Da sind wir dort. Und ich erhöhe meine Bevölkerung um 6. Das ist der Lilane. Gut, Arne. Was mache ich hier eigentlich mit einem grauen Würfel? Gar nichts. Das heißt, das sind tote Würfel, die du höchstens für Anubis benutzen kannst. Toll. Mhm. Beliebig bauen. Ja, das wäre schön. Deswegen frage ich das mal. Kann ja sein. Nein. Du kannst die Farbe ja ändern mit Karten, so wie Melly. Ja, das ist mir so anstrengend. Es sind tote Würfel. Ja, so einen Schnickschnack mache ich nicht. Ich mache diese 6 hier zu einer neuen Statue. In den rechten Bereich. Ich brauche 2, das heißt, ich habe eine und ein Gold gibt es noch dazu. Und ich baue die Statue. Ha. Nur eine spannende Frage. Du hast eine 6 genommen, also entweder in den Bereich. Ja, oder da. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
In diesem Bereich lohnt sich aktuell nicht so wirklich und wird sich auch nicht mehr so bald lohnen. Deswegen liegen wir hierhin, weil ich es kann. Weil du einfach für das Volk schöne Statuen baust. Wahnsinn. Guckt mal, hier neben eurer Werkstatt steht eine wunderhübsche Statue. Jetzt kann ich die braune 5. Ja, die Leute sollen sich nicht so beschweren. Apropos, ich habe hier eine... Das ist 203. Ja. Dann kann ich doch da... Du hast doch hier auch eine Werkstatt bauen. Ja. Eine Werkstatt bauen. Ja. Ja. Dafür kriege ich... Dafür kriegst du ein Papyrus. Was? Im braunen? Ein Brot. Ja. Ein Broterhöhung. Ja. Ein Papyruserhöhung. Aha. Bin ich total entspannt. Mhm. Und kriegst noch deinen ja. tollen Würfel. Dann Jasmin. Was denn? Du bist dran. Schnell ins Spielen. Ja. Ich wollte doch gar nicht so früh dran sein. Hm. Und deine Bevölkerung, deine Zufriedenheit verringert sich um eins. Ja. Da. Hm. Hört dich nicht so, ne? Nö, nicht wirklich. So zufriedene Bevölkerung hätte ich auch gerne mal. Ich habe schon 9 Siegpunkte. Das ist erschreckend. Ach, das bisschen. Ich hasse den Arne da so ein bisschen. Ach, Quatsch. Hilfe! Warum werde ich gehasst? Weil ich viele Menschen hasse. Das ist nicht exklusiv auf die Kasse. Okay. Ich werde das... Ja? Ja, alles gut. 14 Minuten haben wir noch für die Partie. Und dann haben wir glücklicherweise eine Stunde Pause eingeplant, die wir auch noch spielen können. Ja. Gibt's heute halt keine Abend. Heißen Kartoffeln. Dann werden die nächsten Würfel aufgefüllt, wenn wir wieder 4 haben. Ja. Wenn wir wieder 2 haben. 2. Nach jeder Rotation. Wie nach jeder Rotation? Werden die aufgefüllt. Aber dann 2 nee, Quatsch, wenn wir 4 haben. Genau, wenn wir 4 haben. Weil 2 habe ich jetzt schon. 2 hast du schon. Siehst du? Ich habe noch keine 2, weil ich ja noch nicht dran bin. Ja. Weil jetzt gibt's. Das Problem ist, jetzt kommt man von der Thinkerlane halt nicht mehr so einfach zu Belly's Place. So. Nee, im Moment fahren wir eine ganz, ganz merkwürdige Umleitung. Ja. Mmh. Willst du das? Ich hätte gerne 4 Weiße. 4 Weiße. Mmh. 2, 3, 4. Dann bin ich ja schon dran. Das heißt, nein, jetzt, wir sind doch schon in diesem letzten Block. Ja. Ja, wir spielen Es wird nicht mehr aufgefüllt. Wir kommen ja erst hier doch, wieder in einen. Aufgefüllt wird nach jeder Rotation. Nein. Aber wir rotieren noch gar nicht mehr. Doch. Ach, wir rotieren noch. Eigentlich ganz ruhig. Brauchen wir ganz ruhig. Wir rotieren doch immer. Stimmt. So geprüft wir wird nicht. Das passt ja nicht. Das sonst wäre ja keine Würfel mehr da. Das ist ein kompliziertes Spiel. Jetzt fragen nach 2 oh, und nach 4. Nach 4. So, ich setze meinen Schreiber hier ein. Ja, nimmst welchen Würfel? Nehme den hier. Ja. 5. Ja. 5 ja. geht nach dort. Ja. 5, 4 wir ziehen immer 8. Also würde ich mal das heißt, ich kriege 3 Glauben ja, oder 2 Bevölkerung. Ganz genau. Wir da 4. Dann hätte ich gerne 3 Glauben. Denk doch nicht drüber nach, was der Arne sagt. 16, 24 Würfel. Noch so. Bis zum nächsten, wenn wir ankommen. So. Nein, wir füllen nicht erst hier auf. Wir füllen schon noch auf zwischendurch. Ja, dann, die Frage war wann? Ja, ganz ruhig, Braune. Bin ich braun? Doch, so. Dann packe ich den nach dort. Nee, den möchte ich eigentlich nicht hinpacken, aber... so viel zum Thema Belly Place. Ja, das ist... Da haben kleinere Umbauarbeiten am Belly Place stattgefunden. Nee, das ist auch okay. Naja. So, dahin. Dann platziere ich dort eine Säule. Dann ist das einmal Säulen platzieren. Das heißt, 3 Punkte kriege ich hier. 1, 2, 3. Ich fühle mich eingeholt. 2 für... So, dann das, dann kriege ich 1 für jedes Gebäude, das heißt 1 für dieses Gebäude. Dann kriege ich eine einmal die farbliche Übereinstimmung. Ja, und unten drunter ist eine. Genau. Schwupp. Und weil es auf der hellen Seite ist und das hell ist, kriege ich auch nochmal einen Punkt, der da drauf ist. Ist nicht mein Spiel. Schon bin ich fertig. Rotieren wir jetzt? So.
Rundenablauf. Steht ja da auch. Rotation. Ja, steht's da? Weiß ich nicht. Nein, steht nicht da. Siehst du? Nein, da steht's nicht. Dreht die Drehscheibe um einen Abschnitt. Nach je zwei Würfeln. Nach je zwei Würfeln. Das war doch richtig dann. Falls ihr vier Würfel habt, sofort. Aber nicht erst noch vier. Fügt den schattigen Abschnitten so viele Würfel zu, wie ihr Mitspieler sind. Und weiter geht's. Ja, erstmal würfeln, ne? So, Schatten. Ich dachte zwar hier vorne, aber egal. Weiß ist schlecht und schwarz ist schlecht. Ja, alles schlecht. Und grau ist sowieso. Grau ist sowieso schlecht. Gut. Mhm. Oh, gut, mein Gott. So, dann hat sich das hier verändert. Das heißt, der geht nach da. Ja. Schwarz ist nicht verfügbar und die müssten beide da sein. Braun und gelb? Sonnig, ne? Ja. Da ist nur weiß toll. Ja. Und schwarz nicht verfügbar. Schwarz und braun nicht verfügbar. Genau. Und dann geht der. Braun auch. Schwarz und braun. Schwarz und braun nicht verfügbar. So. Wenn man nochmal guckt. Ne? Dann. Bist der Arne dran. Ist der Arne dran. Und du schläfst wieder. Ich könnte wieder. Da abgreifen. Müsste gerne noch ein Teil nachgelegt werden. Das wollte ich gerade machen. Also nicht, dass das jemand aktivieren könnte, weil da gerade keine Würfel liegen. Aber doch, kann man. Mit der Anubis. Über Anubis. Mhm. Wenn jemand zwei Schreiber hätte. Oder eine Karte. Oder eine Karte. Mhm. Oder. Oder. So viele Oders. Ja. Bei der Anubis-Aktion. Kommt es drauf an, trotzdem drauf an, wo der Würfel herkommt? Blöd. Aus welchem Bereich? Nee, weil der kommt ja hier unten. Ich meine, für das Bauen da zum Beispiel. Da ist ja der Bereich hier. Also wenn du hier die Aktion hier, ist ja dieser Bereich. Du machst diese Aktion. Ach so. Und dann ist das da. Ach, das ist ja ganz toll dann eigentlich. Muss ich bei dem eigentlich Papyrus abgeben oder kann ich auch einfach nur die Schreiber nehmen? Du musst. Das ist die Aktion. Ja. Die Aktion ist Zufriedenheit erhöhen. Ja, aber das tue ich mit der Karte hier. Hm? Wann immer du eine Kunstaktion Bastet ausführst, erhältst du zwei Siegpunkte, deine Bevölkerung eine Zufriedenheit. Ja. Ja, aber du musst zwei dafür. Richtig, oder? Du musst das abgeben. Nee, oder? Ja, aber du kriegst dann null, oder? Wenn du es nicht machst und nur das nimmst. So, ja. Ich bin ja fertig. Das war meine Frage. Ja. Wenn ich kein Papyrus habe, kann ich das trotzdem machen. Ich würde sagen, ja. Oh, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Aha. Der Zufriedenheitsmarker darf sich niemals über dem anderen vor dem Bevölkerungsmarker befinden. Ja, nee, ja, ist nicht nein, wahr. Das können wir nicht machen. Nee, das kann man jetzt echt nicht machen. So nicht? Nee. Doch, jetzt wissen wir es. Punkt. Ja. Das hast du mir auch schon mal gesagt. Ja, aber nicht uns. Ja. Aber hast du das schon mal gesagt? Ich glaube, er stand hier. Ja. Ja, er stand da. Aber erhöhe doch mal deine Bevölkerung. Erhöhe doch mal deine Bevölkerung. Ja. Dann lassen wir es dir durchgehen, wenn du jetzt auch noch Bevölkerung erhöhst. Musst du mal ein bisschen bauen. Ja, ohne Brot. Tja, da musst du Brot herstellen. Sechs Brot. Davon kann ich drei lagern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei mir Bevölkerung erhöht haben, weil ich habe ja schon... Nee, ich habe erst einmal gebaut. Ja, hat auch keiner mitgekriegt im Chat und im Stream. Nur herzlich willkommen im Chatraum. Ja. Warum kriege ich diese Nachricht? Weil der dann, der sich dann einmal neu verbunden hat. Richtig. Ich guck mal gerade. Bin ich unter 12.000? Ganz doof. Ja. Gleich mal raus. Ich habe dich, wie gesagt, fast eingeholt. Dann gehe ich da nochmal rein. Vielleicht kriege ich jetzt... Oh! Du kannst keine Aktion ausführen, bei der du Ressourcen abgeben musst, die du nicht besitzt. Ja, aber das sind ja getrennte Felder. Da. Ja, und es ist eine Board-and-Dice-Anleitung. Aber wir haben festgestellt, ich muss ja erstmal meine Bevölkerung schicken. Das heißt, ich brauche Brot. Dann muss ich diesen blöden braunen... Du musst einen Würfel nehmen, zum Beispiel. Den braunen da, der da ist. Diese sechs. Diese ja, sechs. Ich kriege drei Brot. Das ist eine tolle sechs. Nee. Ich lieber einen schlechten Würfel nehmen. Kannst du sechs Brot nehmen? Nein, ich kann nur drei Brot nehmen. Ja, dann kriegst du ja aber noch drei, die du dann auf... Richtig, dann musst du noch drei auf schlecht legen. Das was ja wieder gut ist. Ja. 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 Ist doch so. Ja. Man hätte aber auch eine gute drei nehmen können dafür.
Gordon, du hast 17.000 Aber Liebe. Es gibt keine braune 3. Ach so, stimmt. Die muss Siehste, ja nicht, muss braun sein? Ja, wenn du nicht zahlen kannst, darum geht es nicht. Es geht nur darum, sein? Ob diese Aktion also verpflichtet ist. Warte mal, ich könnte aber... Ich habe verstanden, nur braune Würfel sein. Ich kann aber stattdessen das nehmen und den braun umfärben. Ich würde machen. Das lieber für was anderes, aber okay. Warum? Naja, ist okay, mach ruhig. Dann kann das auch sogar noch um eins... dann triggert auch die Technologie nicht. Was für eine Technologie? So. Ich verstehe es nicht. Ja, wenn du diese Aktion, wenn du nicht zahlen kannst, also wenn du das nicht zahlen kannst, kannst du das auch nicht machen. Ja, also ich kann einen Würfel da rausnehmen, aber passiert halt nicht. Du musst immer zahlen. Und ich würde mal sagen, aufgrund des Regeltextes ist es, zahle 2 Papyrus. Es steht nicht, du kannst. Und ich habe jetzt auch nichts gefunden hier drin okay. mit, also du musst es wirklich dann durchführen. Ja. Mhm. Und du kannst ja immer noch zur Not, du bist ja niemals gedeadlockt, du kannst ja immer noch einen Würfel nehmen, um irgendwas zu produzieren. Ja. Wenn ich jetzt mit der Bevölkerung auch über das Gold gehe. Nein, nur Zufriedenheit. Nur Zufriedenheit. Mhm. Beziehungsweise vielleicht ist es auch nur die Bevölkerung, also eins von beiden ist... Ja, das ist Gott halt bei dir. Das ist dann jetzt der Erste, der darüber kommt. Bei dir? Du musst jetzt sowieso noch dahin kommen. Ja, ja. Melli hat ihren Zug gemacht. Ja. Dann ist die Jasmin dran. Ja, ich denke schon. Hör doch mal auf. Zufriedenheitsmarker gilt da. So langsam kriege ich Hüngerchen. Ja. Ja, ja, dann muss ich man mal. Ich werde jetzt meine Anubis-Aktion ausführen. Ja? Ich werde meine Anubis-Aktion ausführen, dann kriege ich erstmal ein Gold. Wie gesagt, hat ja gestern auch schon funktioniert. Gold. Ja. Du wolltest Gold. Ja. Das ist richtig. Und dann nehme ich bitte die schwarze 6. Oh, ein Prost. Danke, Gordon. Prost. Danke. Warte, ich reiche noch schnell die schwarze 6 an und dann gibt's Prost. Prost. Und damit mache ich eine Bauaktion. 17.000 eine für, bei 20.000 Miebeln. Ich würde gerne da hinten die Bauaktion machen. Die hier? Ja, bei genau. 20.000 Miebeln lädt dich Arne ein. Machst du weiter? Ich komme da nun mal nicht dran. Ja, was denn? Die 6 habe ich genommen. Wir sollen aufhören, uns anzuschauen. Es wird bis Sonntag eher schlimmer, aber... Ich meine, ich komme da ja nicht ran. Also muss Jan das ja für mich Darum machen. Darum geht es nicht. Es ging jetzt eben um diesen kleinen Disput. Kannst du mir mal 3 Punkte dafür auch noch geben? Das wäre fantastisch. 1, 2, 3. Und dann baue ich das hier ein. Und das ist jetzt noch Schreien auf einem geringen Niveau. Ja, ab morgen ist freigegeben, dass wir mit Spielmaterial werben dürfen. Arne lädt dich zu dem ganzen Wochenende ein, wenn du 20.000 Mittel einlöst. Ich würde das da gerne Entschuldigung, wie bitte? Die 2 Rot legen, so dass da, genau so rum. So, ja, dahin, 2 Rot. Kriege ich schon mal 2 Brot. Wenn Jasmin und ich Exit spielen, dann kann das noch laut stärker werden. Oh, das habe ich auch schon mal gemerkt. Wir haben schon mal zu viert eins gespielt. Dann ich musste kurzzeitig in Deckung gehen. Ja, natürlich. Ja, geh das doch mal bitte mit mir durch. Du hast 1 platziert. Ja, die 2 Brot habe ich mir schon genommen. So, dann hast du 1 platziert hier. Ja. So, wie viele Gebäude hast du da? 1. Kriegst du also einen Siegpunkt. Danke. So, Kante? Ja. Eine. Ja. Farbe? So, Farbe ja. passt überein. Dadurch kriegst du diesen Bonus, womit du im Grunde genommen auch mal einkriegst. Und dann stellen wir die Und dann drauf. Stellst du deine Säule hin. Das war's doch. Danke. Es geht viel schneller, wenn du. Jan, du bist dran. Habe ich mal ausgeschaltet. Ja. Nein, bin noch nicht dran. Ich meine, so, wir müssen noch eins nachziehen. Aber die Kartoffeln das ist korrekt. Es geht halt viel schneller, wenn der Jan einfach mitarbeitet, während ich vom anderen Ende des Tisches raus. Ja, wenn du Melli wegschickst. Ich hab Melli nicht wegschickt. Dann passt das schon. Ich stelle einfach mal hier so 6 Brot her. Mhm. Beziehungsweise 4. Ah, du holst so tief Luft. Wolltest du Brot herstellen? Nee, ich wollte kein Brot herstellen. Ich hatte aber eine andere Verwendung für diesen Würfel. Na gut. Mhm. So. Fertig. Schnelles Spiel. Nee, jetzt nicht mehr. Also der Arne lädt mich ein zu einem wunderschönen Spielewochenende in Mannheim mit anschließender Kutschenfahrt durch den Luisenpark. Was? Ja, wenn du stumm schaltest, siehst du natürlich nur
Vielleicht müssen wir noch mute. Wir mögen immer noch mute-Chatting setzen. Ja, man macht mit durch den Luisenpark. Du solltest das nicht sagen, während Arne gerade nachdenkt. Ja, okay. Dann müssen wir entständig sein. Ja, das ist korrekt. Du, das Benjamin Steiner soll gar nicht mehr so dolle sein. Das ist tatsächlich. Seitdem so. Die Amerikaner nicht mehr da sind, soll das wohl relativ abgebaut haben. Mhm. Und mit einem. Achso, ja, passt weiter. Ich hab nichts gesagt. Mit einem Brot und einem Gold als zweites Brot. Ein Dings das da, bauen. Ja, das hat mich auch schon gefangen. Das da ist hier bauen. Hier hinbauen. Nimm einen Würfel hier, zack, und. Das ist dieser da. Ja, bezahl diese Kosten hier und mach das. So, und jetzt kriege ich einmal das, was hier ist. Also ein Brot. Ich will ein Brot. Der Arno, ein Papyrus. Ich darf ja nicht reden. Echsenkönig bleibt. Ein Glauben. Und das da oben gibt es nicht, was natürlich kein Rohstoff ist. Und dann kriege ich 3 Bevölkerung. Du kriegst auch noch 3 Punkte. Weil? Da eine Säule von dir steht. Ja und? Oh, ja, da kriege ich 3 Punkte. Wollen wir ein Indiz spielen vielleicht? Bist du jetzt fertig, Arne? Viel schneller vielleicht. Also, was viele nicht wissen, ist, Arne würde für diese 20.000 Mippel, wenn du die einlöst, Gordon. Also du hast recht, Echsenkönig, im Luisenpark gibt es keine Kutschen, aber Arne würde extra einen Fiaker aus Wien importieren, um dieses einmalige Erlebnis durchführen zu können. Ich hätte gerne noch ein Papyrus. Bitte. Ich höre dir ja zu. Danke. Zum Abschluss des Abends gibt es dann im Luisenpark, gibt es oben in dem Fernmeldung. 4 Schritte in meiner Bevölkerung und das hat ist einen kleinen drin, ja. Das ist aber auch nicht so doll. Nicht ganz, aber ja. Mehr geht auch das würde Arne dann alles machen. Das ist toll. Ja. Das ist fantastisch. Aber es gibt da so kleine Gondolas, die an so einem Seil gezogen selbst durch einen See fahren. Das ist viel besser eigentlich als eine Kutschfahrt. Die wären eigentlich schon längst bei Lila aufgedeckt worden. Ja, aber nur wenn der da ist. Ja, Lila ist doch da. Ja, aber du warst jetzt vorhin hier. Da. Ja. Ja. Also jetzt. Ja, ja. Aber bei Lila hätte es schon aufgedeckt werden sollen. Ja, aber du bist ja jetzt erst im Lila-Bereich. Ja. Achso, Lila. Ja, das ist Lila. Ich dachte, nein, das ist blau. Die Rikscha, die gibt es für 30.000 Punkte. Ja, dann organisiere ich eine Rikscha und ziehe die in den Rikscha. Und zwar eine aus Japan, weil es einen Rikscha-Fahrer gibt. Deswegen 30.000. Ne? Da ja, das muss man schon. Und zieh dich durch Mannheim. Durch die Quadrate. Einmal komplett durch. Ich habe da leider keine Fühle. Das nennen wir dann den Schachbrett. Schachbrett heißt diese Schachbrett. Das Highlight vom Schachbrett für 30.000, also Rikscha-Fahrt durch die Quadrate, ist dann ein Spielenachmittag im Wizards Bell. Ne? Ja, da muss ich aber vorher einen Tisch freiboxen, das ist gar nicht so einfach. Im Moment dürfen die eigentliche Herausforderung. Ja, nee, ist schwierig. Ja. Sie dürfen ja auch nicht so viele Leute. Ja. Den Zweier. Mhm. Dann würde ich gerne, das ist ja eine 2. Ich muss 3 Dings hier abgeben. Dingsies. Ja, dann kommt hier eine. Ja, das ist 19:03. Wir sind jetzt auch im offiziellen. Wir sind in der Pause, aber. Es war eine 2. Ja, es war eine 2. Also kommt er dahin. Hast du mir so erklärt? Ja, sehr richtig. Finde ich nicht gut. In der offiziellen Pause, wo wir uns jetzt schon geistig vorbereiten auf die Siderische Konferenz. Was dann wir, ist der Jan dran. Dann ist der Jan dran. Ich wollte ja. Oh, was macht der Jan? Der stellt. Ich glaube, jetzt wird ja keine Wertung ausgelöst, ne? Aber trotzdem. Das bei 4 Würfeln wird das überprüft. Der wollte das machen. Ja. Ah, nein, nur weil das Ding da ist. Es wird nur nicht gewertet, aber das wird überprüft. Richtig. Ich baue mir hier was. Hier kommt eins da. Dann baut was. Richtig, dann baue ich hier ein Häuschen auf eine 2. Nach hier, flupp, zack. Also, ich kriege eine Ressource, das und das. Ein Glaube. Ich bezahle noch 2 Brot, ein Schwarz, ein Weiß.
Dann kriege ich 3 Punkte für jede Säule. 1, 2 sind 6. Und meine Bevölkerung wächst rasant um 1. Händchen halten. So. Vater, Mutter, Kind. Dann haben wir 4 Würfel. Also 4 Würfel. Wir gucken wieder unsere schlaue Anleitung. Rotation. Ein Abschnitt drehen. Ja. Wir haben 4 Würfel. Mattphase. Bestimmt die Balance. 12 gegen 6. 7 zu 10 wären 3, aber ich habe hier 3 von diesen Knirchen, also kann ich gleich eine 0 drauf machen. Meist die auch noch rein hier. Dann sind das 10, 2 positiv bei mir. Ja, du bist. Bleib jetzt letzter, das ist einfacher. Mark-Marker sind bei 6. Nicht mehr Erster. Verliert Siegpunkte, ist nicht. Neue Reihenfolge gemacht. Falls der ist auch nicht. Entfernt alles von euren Wagen. Wupp, das Zeug kommt auch weg. Und in Spielerreihenfolge werden die neuen Karten dort ausgewählt. Du musst deine noch da hinlegen. Zack, krieg ich doch sowieso nur wieder. Dann nehme ich jetzt die und rutsch da endlich auf. Ja. Dann habe ich das eingeholt jetzt. Ja. Sehr gut. Du kriegst korrekte 9 Punkte. Dann ist der Arne dran. Ich bin ja gar nicht dran. Ja. Könnt ihr ja schon mal würfeln, oder? Das könntest du schon machen. Dann kann man die schon mal da hinlegen. Ich habe sie gar nicht noch zurück. 2 da, braun da, der da, glaube ich. Ich habe das Gefühl, grau nach da, auf alle Fälle. Weiß müsste auch so ein bisschen schädigen. Du weißt ein Gold. Ja. Ich komme wieder. Der geht nach da. Achso, der geht nach da. Sollen wir das alles kontrollieren, was der Jan da tut? Hat der Jan das alles korrekt gemacht? Ist das? Das, ja. Das. Das, ja. Auf der anderen Seite sieht das genau so aus. Das ist so. Eins ist dann sonnig. Ja, das ist, müsste so stimmen. Nur weiß. Schwarz und braun sind nicht verfügbar, die haben wir aber auch nicht. Und dann war es das, ne? Gut. Siehst du, hast einen Fehler gefunden. Sehr gut. Ja. Dann Meli. Irgendjemand fehlt noch. Wer hat den noch nicht genommen? Ja, dann ist jetzt aber auch kein Bonus mehr. Für ihn schreibe ich. Das ist ja sowieso genau. Warum hätte ich den überhaupt hingelegt? Oh. Ja, weiß nicht. So, ja. Genau. Und wir könnten die Channel Points auch noch anders einlösen. Also wir könnten ja auch gemeinsam, ne? Du sammelst ja auch nebenbei Channel Points. Mhm. Wir könnten sagen, für 30.000, wenn wir das nächste Mal im Ruhrpott sind, zieht dich einer aus dem Ruhrpott zur Zeit in die Stadt und zeigt dir die Stadt. Also du sitzt in der Rikscha. Ich nehme Follower Power. Gut. Das ist schon okay. Also ich würde ich mich jetzt nicht gegen wehren. Ne? Können wir auch organisieren? Ich nehme 4 Brot. Brot. Also, Entschuldigung. Wieso hast du jetzt einen Zug vor mir gemacht? Weiß ich nicht, weil ich neben Melli sitze. Willst du die haben? Wo lag die? Da. Nee. Aber wir warten mal. Nee, die will ich nicht. Du den ganzen Zug. Gut. So, da wird geschummelt. Allerdings. Dann halt nicht dran nach Ahnung. So. Dann guten Appetit. Und vielleicht sehen wir uns nachher dann um 52 Minuten, wenn die siderische Konfluenz läuft. Wir spielen ja nur noch 2 Runden danach. Ja. Eine, 2. Insgesamt? Möchtest du? Ich kann die nicht einlösen. Okay. Ne? Du hast meinen Laptop, da bin ich ein. Ich habe hier nur Mobilgeräte. Deswegen kann ich nicht auf die Seite. Und wenn du hier mobil irgendwo hingehst, dann öffnet er immer die Dings-App und dann bin ich ja als ich eingelöst und als ich. Wie mache ich das? Unten links. Da, wo der Chat ist. Ja, da ist der Chat. Und da unter links. Die Miepel. Genau. Unendlich Miepel. Unendlich Miepel. Unendlich Miepel. Eigentlich konnte ich. Bis 20 Uhr. Tschüss. Tschüss.
zwei, den einen. Aber um 20 da. Uhr, ganz ehrlich, Leute, dann müsst ihr euch ein bisschen benehmen. Ne? Nehme ich mir das hin und das. Das ist nicht anders hinlegen. Was? Mit der grünen Seite. Achso, ja, nein, das war eigentlich der Plan, die grüne so hinzulegen. Dankeschön. Ja, ich sehr, zwei Punkte. Sehr nützlicher Hinweis. So, dahin eine Säule da drauf. Ja. Und dann gehen wir es mal kurz durch. Also. Erstmal drei Punkte hier. Erstmal ganz grundsätzlich drei Punkte. Mhm. Genau. Dann für jedes Gebäude. Nochmal ein. Ein Punkt. Für Kante. Nochmal zwei Punkte. Und Bonus kriegst du nicht. Krieg ich nicht, weil hätte hell sein müssen, ist es aber nicht. Genau. Fertig. Jo. Und dann ist der Jan dran. Was? Und eins nachfüllen. Mein Zug war sehr schnell. Meiner ist schneller. Du musst einen nachfüllen. Das ist zwei Papyrus. Vor deinem Zug. Zwei Papyrus. Die hat Melli nicht. Ja, aber du. Mein Zug ist vorbei. Zack. So, zwei hält nach da. Kannst du es bitte richtig umlegen? Das Blättchen. Ach, weil du hier gedanklich das nicht drehen kannst. Ja, kann ich drei nehmen. Ich habe aber nur eins. Zwei. Vier. Ist eins zu wenig. Und jetzt denke ich mir, gut, dass ich dieses Spiel um 16.30 Uhr geplant habe. Also schon mal eine halbe Stunde drauf und nochmal, dass wir in die Pause gehen können. Zur Not. Wird halt eine schnelle heiße Kartoffel gegessen bei dir? Ja, eine sehr schnelle, sehr heiße Kartoffel. Aber ich meine, ganz ehrlich, ab 20 Uhr haben wir ja hier ganz prominente Zuschaltung. Tobi. Der Siderische Konfluenz kann. Wahrscheinlich zur Not könnten wir auch über das Handy den Benjamin Schönhalter anrufen. Hilfe. Genau. Hilfe. Der hat das ja entsprechend er hat lokalisiert. Übersetzt. Wichtiger Unterschied für uns. Und dann kann er euch das ja auch erklären. Ich könnte das da unten machen mit Nachhilfe. Seht ihr das? Seht ihr das? Das heißt, ich krieg eine Karte. Ich krieg auf jeden Fall ein paar Pyros. Deswegen. Ja. Das Problem ist hier die Zeitverzögerung. Und eine Karte. Insbesondere beim Erklären. Ja, ja, mit dem Handy. Jede Statue, die zu Ehren eines Gottes errichtet. Ach so, du hast recht. Er hatte zwei Punkte für jede Säule in der Tempelanlage. Guter Plan, sehr guter Plan. Das Gebäude an der Tempelanlage. Das würde sich eher lohnen. Ja. Benutze Gold wie Schreiber und umgekehrt. Er hatte einen Siegpunkt in jedem Zug, in dem du deinen Schreiber verkaufen. Er hatte seine Bevölkerung oder drei Zufriedenheit. Wie jeden übrigen geliebten. Der liegt da schon die ganze Zeit. Hardhoer Aktion ein Brot. Horus Aktion ein Granit. Einen Würfel nimmst, liebige Seite. Das sind immer noch die gleichen, oder? Also was, ich nehme das mit den drei Fuzzis und löse den auch gleich ein. Kommt nicht ein Gold. 1, 2, 3. Das heißt. Und ich den gleich ab. Und dann ist der nämlich mal vorgelaufen. Jetzt kriegst du einen Schreiber. Apropos, wenn ich hier meine Aktion muss jemand anders. Hier ist es nur im Dreierspiel, wenn du es zu dritt spielst, kriegst du einmal die Belohnung, wenn du ihn platzierst. Rosa wäre dran. Und im Zweierspiel geht es auch für dich. Mhm. Ich darf jetzt nicht. Weil du ja im Zweierspiel natürlich nicht durchaus so oft drankommst. Verstanden. Die Kanne. Ich gehe von der Kanne aus. Ich dachte eher Glühbirne. Oder die Glühbirne. Wenn es gleich platt macht und wir im Dunkeln sitzen. Das wird nicht passieren. Wo willst du sitzen? Im Dunkeln? Ich will nicht im Dunkeln sitzen. Ja, ja, aber... Hier ist alles andere als dunkel. Irgendeiner ist dran. Du auch. Ja. Man soll es nicht glauben, ich überlege wirklich, während ich das hier gerade tue. Für überlegen bist du jetzt aber nicht Das stimmt. Da sind ja überall keine Würfel mehr, die man benutzen kann. Ja, das ist ja doof. Ich weiß schon, was ich machen will. Mhm. Ist mir ernsthaft? Ja. Mhm. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Ganz toll für euch. Ja. Mhm. Jede Menge Papyrus. Das ist. Ja, aber da muss ich ja zwei. Das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also, wenn ich jetzt hier fünf bei diesem Dingsbums da nehme. Was? Welches Dingsbums? Habe ich nicht. Einfach hinten an und gut ist und lass den Rest verfallen? Habe ich nicht. Hat die sich doch blöd.
Ja, cool. Was bekommst du dann? Einen beliebigen Würfel? Das denke ich auch gerade. Was bekomme ich dann? Hinten. Ja. Hinten. Nichts Vernünftiges mehr machen. Das doch. Ist doch alles. Mach doch mal was. Ich kann, ja, genau. Ich kann eine weitere, machen, aber ich du führst sofort eine weitere beliebige Aktion aus mit einem Wert eines beliebigen Würfels. Einen beliebigen. Ohne dass er auf die Waage kommt. Du hast ja keinen, du hast nur einen virtuellen. Ich habe nur einen virtuellen. Dann kriege ich fünf von denen. Mhm. Dann kriege ich auch tatsächlich alle. Sechs. Hahaha. Dann ist Jasmin. Dann ist Jasmin dran. Mhm. Wo bin ich dabei zufrieden? So drei. Drei. Lohnt sich das noch zufrieden zu sein? Nee. Ja, bist du? Nee, jetzt bin ich so zufrieden bei mir. Nee. Papa la Pupp. Ich hätte auch gern fünf. Fünf was? Weiß. Ich hätte keinen Fünfer gern. Ich hätte gerne. Ja doch, Fünfer. Gib mir einen Fünfer. Ja, dann ist doch auf einmal. Hab ich. Aber jetzt muss ich mich langsam hier. Jetzt muss ich ja überlegen, was ich wirklich mache. Überleg mal. Ja, nicht so. Ich hab nicht so das. So. Ja, weil ich einen da drauf legen musste. Achso. Aber das passt. Ich kann ja den dann dahin nehmen. Dann bin ich dran. Yep. Ja. Ich gebe zwei Papyrus aus. So, zwei Papyrus. Die sind bei euch da drüben. Und mache hier so ein bisschen Zufriedenheit. Ne? So eins Zufriedenheit und krieg dafür zwei. Ja. Ich. Gibt kein großes Fest bei mir, sondern so eine kleine. Ja, ist eher so die kleine. Aber immerhin. Die nein, du nimmst noch keine Fünfer. Stimmt, nein, ich erst. Wir sind ja wieder in der Rotation. Eins. Falls ihr. Da soll ich jetzt raus. Rot. Jetzt da. Oh. Blub. Fünf. Die sind relativ. Ist relativ simpel. Das ist so, das ist so und das ist so. Braun ist super toll. Dann, wir gehen nach dort. Der bleibt dort. Sollen die anderen müssen noch angepasst werden? Hast du die auswendig, ja? Ja, so einigermaßen, das passt. Ah. Genau, das nein, das passt schon. Nicht. Passt. Es hat nicht gepasst. Ja, da hat es nicht gepasst, aber. Bereich ist schwarz super toll. Und weiß nicht, wer besser. Ja, okay. Also so langsam jetzt kriegt man den grauen Würfel. Den da? Ja. 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 So, dann kriege ich. Dann kriege ich hier so zwei Punkte. Ein davon. Eins, zwei. Wenn ich diese Aktion ja mache. Und ich kriege einen Bevölkerungsschritt und einen kleinen Schritt. Super. So, dann gebe ich zwei Papyrus aus, um weitere bis an den Rand zu kommen. Ich kriege einen Schreiber. Und kriege eine nochmal Aktion, wenn ich das verstanden habe. Einen Schreiber kriegst du bei deiner Karte? Einen Schreiber. Ja, da, ein Schreiber. Also, ja, den, genau. Ja, so. Und dann kriege ich jetzt aber nochmal eine. Schlecht. Ja, ich weiß. Nochmal eine virtuelle Aktion. Ist die Aktion virtuell oder macht sie eine die? Eine virtuelle ein? Aktion, ohne einen Würfel hier zu wählen. Also, sie lädt sich einen beliebigen Würfel und macht damit irgendwas. So. Mhm. Muss ich entscheiden, was er für eine Farbe hat? Nein. Ja, das ist schon wichtig manchmal für die Aktion. Wenn du jetzt sagst, ich nehme eine 6 Wenn ich jetzt Braun, hier da rein möchte, dann ist egal. Dann ist egal. Ist egal. So. Oder beziehungsweise, warte mal. Ja, auch dahin noch. Du könntest auch noch dahin. Das ist unten eine 6. Da unten ist eine 6. In Papyrus. Okay, in Papyrus. Weißt du? Dazu müsste ich aber da wieder eins runter. Das ist blöd. Mhm. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Nee, das mache ich nicht. Nee, gut. Ich mache dann was. Mhm. Dann sitzt du dahin. Dann gehe ich dahin. Drei. Zwei. Rot. Dann habe ich hier noch ein Brot übrig. Dann kriegst du vorne jeder mit so eins. Genau, ein Brot noch und ein Ding. Und die dann. Dann kriegst du drei Siegpunkte. Oh, ja. Mach dann, ich übernehme dann 1, 2, 3. Ab 40 wird übernommen. Und deine Bevölkerung erhöht sich um den Wert deines Würfels. Passiert jetzt aber nicht. Passiert aber nicht.
Ja, doch. Ich bin schon angekommen. Dann hat sich das. Müsstest du aber trotzdem wenigstens für uns sagen, du hast eine 1 gewählt. Warum? Damit es korrekt ist, ne? Damit wir sagen, eine 1 hat Raum gewählt. Wir nehmen das mal zu Kenntnis. So, ja. Bin ich dran? Ich bin dran. Ja. Ich bin's noch nicht, weil meine Frau noch nicht dran war. Nee. Ich nehme diesen Würfel. Der kommt auch wieder auf die gute Seite. Kommt von hier, das heißt, ich kann hier wieder so ein Häuschen bauen. Und zwar ist ein gelber Würfel, geht also in die 4 hierhin. Bekomme ein paar Pyros. Eine 12 und Punkte einen bekommen da. Weiß, nee, den hast du mir ja weggenommen. Noch eher. Ja, merkst du was? Aber 9 möchte ich gerne schon vielleicht. Also mal gucken. Keine Ahnung. Orientalien. Ist fertig. Hast du dir deine Ressourcen genommen? Die da oben stehen. Ja. Gut, dann ist Jasmin dran. Oh, ich bin dran. Ja, ja. Ich noch lange nicht. Was sitzt hier am Tisch, hat 2 Daumen und ist noch nicht dran. Schon lange nicht. Ich. Du. Kann ich? Achso. Aber es ist ja. Wie mache ich das? Die letzten 2 Würfel. Ja. Mein Gott. Schlecht. Ich nehme die schwarze 3 da drüben. Ja, und mach's damit? Ich baue das. Sehr schön. Dann kriege ich. Ja, gut, kannst du tun. Ja. Ja. Ja, ja, schwarze gerade. Die war toll oder schlecht? Nee, ist toll. War die toll oder schlecht? Die ist wie toll oder schlecht? Toll, die ist toll. Die ist toll. Die ist aus dem dunklen Bereich. Ja, toll. Ja, toll. Aber wenn die in dem dunklen. Was? Ach so, ja. Dann will ich die vielleicht nicht. Dann geht sie wieder zurück. 2, 3. Ja, ich brauche. Also, du, wenn es dir um Balance geht, ich habe da auch gerade nicht so 14. Ja, aber 14 positiv. Also, ja, 14 positiv. 14 positiv ist besser als 14 negativ. Wieder? Den jetzt liegen lassen können. Ja, die 3. Ich hätte ihn genommen. Ja. Ist ja noch nicht ganz oben auf die Glauben, sodass die passen. Genau. Erstmal schon 2 Punkte. Nee. Blau. Blau. So, 2 Punkte für Blau. Noch da hinten. Gut, wir gehen. Dann, ja. Ja. Nächster Punkt. Wie viele Häuser hast du? Wie viele Häuser hast du da? Ein Punkt. Ja. 2 Kanten passen. Ja. 2 Punkte. Bonus, das ist nicht. Nicht drauf. Gut. Bin tatsächlich ich jetzt dran? Ja. Ja, der rutscht noch nach da. Und der Jan zieht eine neue. Und der Jan zieht eine neue. Und die 3 Glauben kriege ich auch noch, ne? Welche 3 Glauben? Die unter meinem Plättchen sind. Muss das sein? Ja. Ich meine nicht, dass sich das jetzt wirklich lohnen würde, ne? Ich würde mal jetzt Folgendes behaupten, nachdem ich jetzt ein Plättchen gezogen habe. Mhm. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Weil? Was? Hell? Ja. Mittel? Da. Ja. Und okay. Das ist ja hier. Und das ist einfach nichts. Nichts. Das hatten wir schon. Da ist einfach kein Bonus drauf. Die sind einfach so, deswegen haben die keine Schattierung. Weil die keinen Bonus geben. Ich muss das auch noch bezahlen. Haben wir vor knapp 2 Stunden festgestellt. Ja, Streamverzögerung. Weil ich ja auch das Plättchen bezahlt. 2 Stunden leckst du inzwischen. Ich leck im Moment schon 2 Stunden. Was habe ich da jetzt mit rein? Oh Gott. Was war nochmal, wenn ich da nicht ausbalanciert bin? Dann kommst du hier auf den... Und da ist es im Zweifel besser im Positiven als im Negativen. Aber das sind 6 Punkte. Ich baue ein braunes Häuschen. So, genau. Ich baue ein braunes Häuschen. Dieses hier. Das packe ich dahin. Dafür muss ich bezahlen. 2 Brot. Ich kriege als Bezahlung ein davon und einen schwarzen. So. Dann haben wir ein Holzgebäude. Das habe ich gemacht. Ich kriege 3 pro Säule. Das heißt, ich kriege 3 Siegpunkte. Du bist Leder, ne? Mhm. Und meine Bevölkerung wächst um magische 1. Ist dein Auftrag, möglichst wenig Bevölkerung zu haben? Nein.
Jetzt können wir das auch so machen, wie du das machen wolltest. Ja. Ja, schön. Dann bin ich fertig. Wir gehen mal mit Profis. Und die Mädels dran. Letzte Aktion. Letzte Aktion. Letzte Würfe. 4 Punkte. Wir nähern uns dem Spiel. Obwohl ich 2 verliere. In so, sehr großen Schritten. Wenn ich das jetzt mache, könnte ich noch 2. Das ist die allerletzte Aktion. Mhm. Sind übrige Ressourcen am Ende irgendwas wert? Leicht. Also ein Häuschen bauen ist auch blöd, weil wenn ich ein Brot nicht bezahlen kann, sind das 3 Minuspunkte. Ja, sind das 3 Minuspunkte. Auch blöd. Ah. Da liegt kein Würfel mehr. Da sowieso nicht. Da liegt auch kein positiver Würfel mehr. Das liegt nur da ein positiver Würfel und das möchte ich nicht machen. Also ist immer noch 4 Punkte das Beste, was ich machen kann. Oder mit 2, 4, 6, 7, 8 minus 2 sind 6 Punkte. 6 Punkte ist gut. Weiß nicht, was du. Ich habe hier nachher 9. Ja. Zu 3 sind also 6. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich kriege 2 Minuspunkte. Das ist korrekt. Ja. So, wenn ich jetzt aber diese Karte nehme, kriege ich 8. Ja, okay. Also kriege ich 6 plus. Das heißt, du möchtest diese gelbe 3. Genau. Dann nimmst du diese 2 Papyrus. Ja. Und ziehst 2 Karten. Und ziehst 2 Karten. Also nimmst 2 Karten. Genau. Und ich hätte gerne auf jeden Fall die mit dem Küken oder dem Auge. Küken. Weil das bringt mir Punkte. 8. 8 Punkte. So. Aber wenn ich das mache, kriege ich ein Papyrus übrigens zurück. Ja, das ist okay. Was? Ja. Ja. Sag mal, das habe ich nie gemacht. Er hat immer, wenn ich einen guten Würfel nehme. Also einen Punkt kriege ich auf jeden Fall, wenn da ein guter Würfel liegt. Ja, auch von Seite. Ja. Immer bin ich dann dran? Ja, nee. Ich muss noch eine Karte nehmen. Hast du doch gerade. 2 kriege ich doch. Ja, dann suchst du noch einer aus. Erne, du bist dran. Kriege ich auch die Karte? Willst du auch eine Karte? Nein. Dann mach. Nein, ich möchte das hier. Was ist das da? 3 Punkte mal? Ja. Das hier. Schreiber. Den geht dahin. Das wären 3 Punkte. Ich baue hier noch einen. Dann nehme ich den. Weil das bringt mir gar keine Punkte, weil ich keine Säulen habe. Und. Ja. Nehme ich. Und einen Schritt. Da. Und einen Schritt da. Den ich da nicht nehmen kann, kann ich nicht zufällig für den anderen nehmen. Nein, oh, das wäre toll für dich. Tja, schade. Da jetzt liegt. Ja. Oh, schade. Ich. Ja. Schade. Ich habe mindestens 3-mal... Jasmin dran. Jasmin ist dran. Schnell ich bin jetzt mit der letzten Runde. 6 negativ 8, aus 14. Dem Bereich 6. Da. Ja. Die Farbe ist sehr egal. Ich mindestens 3 Punkte zu wenig genommen. 3. Wenn es daran scheitert... Hier ein Häuschen hinzubauen, bekomme ich bitte 2 zurück. 2 Brot zurück. Ich mache da unendlich viele Punkte noch. Nein. Gut, man muss nicht alles gewinnen. Das sind erstmal ein Papyrus und 2 ein Stein. Dann 3 mal 3 sind 9. Kommt man nicht dran. Gibst du mir denn? Ja, da. Da. Von da nach da. 3 mal 3 sind 9. Oh, das geht jetzt schon 27. Das wird eine heiße Kartoffel. Ja. Das wird eine sehr heiße Kartoffel. Das reicht nicht mehr zum Boosten. Insbesondere, weil der Jan ja noch aufbauen muss. Ich baue nur auf. Nein, das gehört ja zum Regelerklären dazu. Fertig. Aufbauen. Fertig. 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 Ja. Habe ich jetzt wirklich den letzten Zug? Ja. Nö. Der Arne wollte schon weiterdrehen. Ich möchte ja. Was brauche ich denn hier? Das sind jetzt nicht so. Ballern wir einfach mal so halt raus. Einen kleinen Wert, ne? Eigentlich den kleinen, um im Gleichgewicht zu bleiben, ne? Also so eine... 2. Eine 2. Eine 2, aber eine 2... Also der Zug da noch. Der ist irgendwie passend. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Nein. Ich mach jetzt... ich hole mir jetzt sogar eine 6. Mit einer Anubis-Aktion. Ach. Hole ich mir eine 6. Mhm. Mit dieser 6, die setze ich nämlich hier ein. Mhm. Dann kriegst du hier noch ein bisschen was. Krieg ich! Ja, ich mache halt diese Gottesaktion. Das hilft ja. So, dann krieg ich 3 Nein, Punkte. Nein, hilf ihm doch nicht noch! Ich kriege 3 Punkte. So, 4 weiße Säulen gebe ich ab. 1, 2, 3, 4. Dann packe ich das Ding nach... Tut meinem Ungleichgewicht sehr gut. Nach Bord, aber da ist es nicht ganz so positiv wegen dem Bonus. Wieso bist du so wenig ungleichgewichtet? Das ist nicht schön.
Wenn ich es dahin packe, dann passt es dann auch nur 12. Ich packe das nach da. Yep. Nice. So, dann kriege ich. Sei froh, dass du vorhin einen Stein zu viel hattest. Ja, zwei Punkte. Zwei Punkte. Jan, so. Weiter als hier geht es auch übrigens nicht. Doch. Nee, da ist die Welt zu Ende. Nee, da ist sie nur unterbrochen, dann geht es halt da weiter. Ein Punkt. Genau, geht direkt bei 60 weiter. Ein Punkt. Und dann darf ich eine Säule drauf platzieren, weil es ja aus dem Dunklen ist. Das heißt, ich gehe nach hier und kriege nochmal zwei Ressourcen und damit kriege ich zwei Brot. Zwei wichtige Brot, die zwei wichtige Brot, die ich auch brauche. Hui. Oh, meine Leute werden auch gleich wieder Gold müssen. So, und dann im Grunde genommen drehen wir das Ding jetzt hier weiter und es kommt die Entwertungsphase. Ja. Wo seid ihr hier so? Also Rotation, fügt klar, prüft, sobald jeder Ungleichgewicht bestimmt die Balance. Das kommt auf alle Fälle. Das ist bei minus 1. Ich bin bei minus 1. Plus 2. Hä? Wenn ich da das so habe, ja. Sehe ich, wenn die sich aufheben, bei plus 2. Hä? Da ist 1 Differenz. Guck mal hier. Das ist da eins, da eine eins. Wenn ich beide wegnehme, weil die sich aufheben, bin ich bei 2 plus. Mhm. Das ist das. Ja, wir können das auch schon lang. Ein Tiebreaker. Sieht das irgendwie so aus? Oder? Ja, warte, weil wir gehen, benutzt Glaube um das Ungleichgewicht, versetzt eure Marktmarker, bestimmt eine neue Zugangssprechung, entsprechende Reihenfolge, ein höherer Anquer entscheidet den Teil. Haben wir schon gemacht. So, auf der niedrigsten findet jetzt eine Wertung statt. Es findet jetzt eine Wertung statt. Ja. Gebiete hier. Ja. Ahne, 3. Ja. 3. Ja. Gut. Ahne, 3. Ahne. Aber sowas von 3. 3. Jasmin. Ja, ärgerlich. So. Die Tempelanlage, jedes eigenes Gebäude und jede eigene Statue ist ein Siegpunkt wert. 4. Was? Was? 3. 2, 3, 4. Säule nicht. Ach, Säule nicht. Dann eins weniger. Ich habe auch 4 Gebäude. Ah, das kommt ja noch mit den Säulen. 1. 1, ja, genau. Dann, jede eigene Säule in der Tempelanlage ist so viel, wie Gebäude wert ist. Also 3. 6. 6. 2 für mich. Immerhin. Ja. 2, 4, 6, 8. 8? 60. Jetzt bist du dran. Ne. Ja, so. Erhaltet Siegpunkte für Statum. 1. 0. 6. Auch nur, weil ich nicht noch eine bauen konnte. Ich wollte eigentlich noch ein oder zwei bauen. Ja. Ich habe das ganze Material hier für die Statuen. Mhm. Ja, schön, dass du das hast, aber... Ja, ne? Dann fliegst. 3 Siegpunkte für jede Zufriedenheit, die es da gibt. Das ist dann nur Melli mit 15. Ja. Oh. 60. Okay. Erhaltet 2 Punkte für jeden Produktionsmarker. Ja, 2. Achso. Der da oben ist, da kriege ich 2 Punkte. Mhm. Dann erhaltet die abgebildeten Siegpunkte auf eurer Gebäudeleiste. 2. Keine. Zahlt so viel Brot wie auf eurer Gebäudeleiste. Nein, abgebildet. Nein, das ist jetzt schon das letzte. Ja. Nein, also ich habe hier noch Entwertungskarten. Ja, die Entwertungskarten. Oh. Meine hat da noch ganz ich, viele vor. Ich verliere 3 Punkte. Du verlierst 3 Punkte. Noch besser. Ich schaff's gerade so mit Gold. Die zu ernähren? Ja, wieder 4 Stück zu ernähren. So, bla 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 bla. Zahlt so viel. Dann. Falls dies die zweite und letzte Wertung war, wertet bis zu 3 Dekrete unterschiedlichen Typs. Was? Also müssen sie doch unterschiedlich sein. Man darf nicht die gleichen haben. Genau, die haben hier einen Typ. Ach, ja. Typ. Ach, da. Ich habe unterschiedliche. Gut. Da hast du aber Glück gehabt. Bis zu 3 Dekrete. Ja, man ist da limitiert. Das auch noch, ne? Das kommt auch noch, ja, ja. Okay. Also, ich bin der 2. in Zugreihenfolge. Ich kriege 5 Punkte. Ernsthaft? Ja. Wäre ich erster gewesen, wäre ich erster gewesen, wenn ich 10 bekomme. Ich wollte sagen, ja. War das bei dir schon? Ja. Ja. Dann kriege ich 6 Punkte für meine Werkstätten. Ja, weil du da je 3 kriegst. Ja. Ja. Dann kriege ich 3 Punkte für meinen letzten Schreiber.
weil du noch einen hast. Hm. Und zwei Punkte pro Säule, das sind zwei, und zwei pro Haus sind 2, 4, 6, 8. 77. Blub. Das Wahnsinn. Blub. Ich bekomme zwei Punkte pro Säule. 8. Mhm. Ist aber gut, dort zu wissen. Ja, aber jetzt Ade. Nee, jetzt wollen wir nicht weitermachen. Das ist gut so. Ja, noch für jeden Steinbruch 3 Siegpunkte. Das sind insgesamt 12. Das sind 72. Dann, der erste Zugreihenfolge erholt 3 Siegpunkte. Ich habe ein Spiel gewonnen. Und das war's? Beim Spiel zu dritt oder zu viert erhält der zweite. Derjenige mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Das wir in 3 Tagen. Drei Stände werden durch die Anzahl entschieden, danach durch die Zugreihenfolge und so weiter und so fort. Das zweite Spiel in 3 Tagen. Aber genau. Dafür den großen Klopper, den ganz großen Klopper. Den ganz großen Klopper. Schön. Naja, man könnte jetzt natürlich sagen, gut, sie hat sich da ihre positiven Würfel nicht genommen, war auf dem Zufriedenheit. Könnte man jetzt sagen, aber das wäre klein, nicht deswegen so wissen. Ich würde sagen, dass man das erste da nicht bekommen hätte. Ne? Aber sie hat ja auch ihre positiven Würfel nicht genommen. Ich habe meine positiven Würfel nicht genommen. Ja, aber trotzdem, willst du noch ein paar abschließende Worte? Eine Minute vielleicht, was du von dem Spiel an sich und so weiter und so fort. Schmeißt ihr das währenddessen in die... Also ich glaube, ich muss das nochmal in Ruhe spielen. Ja, absolut. Die Frage ist auch hier, aber muss man das zu viert spielen? Nein. 3 ist vielleicht besser, 2 könnte noch besser sein, weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Mit den Würfeln und... Also mir ist es vielleicht sogar ein Ticken zu viel. Soll ich mal das... Das könnte durchaus sein. Das ist ich glaube, mir ist das ein Ticken zu viel. Aber wenn man wirklich so einen Hirnplatzwirbler mag und jetzt... Mikrowelle ganz unten ist ein Sieb. Also ich persönlich, wie gesagt, Trismegistus hatte ich ja gespielt. Wir schmeißen sowieso alles rein. Und das kommt sowieso auch in alles entwickelt. Trismegistus hatten wir ja auch von ihm gespielt. Ja. Und bei Trismegistus ist es noch zwirbeliger. Hier finde ich es hier schöner gelöst. Es ist einfacher zum Durchschauen. Ja, natürlich muss man auch wieder bei so einem Spiel ein paar Partien spielen, bis man weiß, wie es verzahnt ist. Und auch sein Werk, was er davor hatte, Teotihuacan. Wofür er ja immerhin beim DSP einigermaßen ausgezeichnet wurde. Ich glaube, den 3. Platz oder sowas hat er gemacht. Mhm. Fand ich jetzt schlechter als dieses hier. Weil du bei Theo ja noch das Altern der Arbeiter hattest, wenn du da weitergezogen bist. Ja, genau. Und das habe ich hier nicht. Da muss ich mir das nicht überlegen, sondern ich kann wirklich schauen, wo gehe ich hin. Ich glaube mittlerweile bei dem Spiel lohnt es sich, eher auf eine Sache sich zu spezialisieren. Ist also häufig. Vielleicht eher hier so die viele Punkte darüber zu machen oder viele Punkte darüber. Ja, genau. Hier, das ist so ein bisschen... Genau, also ich hatte tatsächlich als erste Karte eben, dass ich wusste, also diese eine Karte war direkt, okay, ich krieg 3 Punkte für diesen Bereich hier. Ja. Okay, dann machen wir das da. Ich hatte halt meine Endpunkte, aber waren dann halt zwischendrin wirklich... waren halt nie die Würfel verfügbar. Ne? Da habe ich gedacht, okay, dann baust du hier nochmal ein bisschen... Ne, weil die bringen ja auch Punkte, aber auch da waren irgendwann die Würfel alle weg. Also. Aber trotzdem, ich finde es cool. So viel sei auf Seite. Ja, wieder mal, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt. Ich weiß schon, dass wir das meiste schon zusammengeräumt haben. Also, wir müssten es nicht jetzt einfach in die Packung kippen. Einfach in die Packung. Ich habe sowieso alles verloren. Ich muss das sowieso alles aufräumen. Wir gehen jetzt in die Pause, damit wir in 23 Minuten zur siderischen Konfluenz fertig sind. Gut, bis gleich. Später.